Hallo und herzlich willkommen zum Storyville Podcast. Mein Name ist Konstantin und ich bin Drehbuchautor und Geschichtenerzähler insgesamt. In unserem Podcast geht es auch um das Storytelling auf allen Ebenen. Für Filme, für Theaterbühnen, für Computerspiele, für VR-Experiences, für alles. Die folgende Episode ist eine Vorgängerversion des Podcastes. Deswegen wird auch der Name Filmmakers Cast oft erwähnt, was ja der Vorgänger von Storyville war. Viel Spaß! Willkommen zur vierten Episode vom Filmmakers Cast. Mein Name ist Konstantin und Alex und Marcel sind auch schon dabei. Hallo. Hallo, herzlich willkommen. Hallo. Alex. So, fangen wir schon mal mit der größten Neuigkeit der letzten Woche an. Ja. Also, ich hoffe, es ist für euch auch die gleiche. Nein, ich sag mal, beim Social Network Sachen waren alle voll, ich will nicht sagen voll gemüllt, aber das hat ja irgendwie jeder geteilt. Ja. Also, jeder so das zufällig entdeckt hätte. Guck mal, was ich im Netz gefunden habe. Neuer Star Wars Trailer. Guck mal. Ach, darüber sprechen wir. Ja. Was wolltest du, worüber wolltest du sprechen? Auch schon. Du weißt es noch gar nicht, dass... Was? Es gibt neue Star Wars-Trailer? Ja, einen. Einen von vielen. Genau genommen gibt es einen Teaser. Genau. Einen sehr, sehr kurzen, mit sehr viel Black dazwischen. Für den Teaser ist es schon relativ lang. Ich meine, normal lang. Ein Teaser, glaube ich, eine Minute. Ja, aber in letzter Zeit gab es ja nicht mehr so die Art von Teaser. Deswegen sind wahrscheinlich ein paar Leute verwundert. Also andersrum. Ich war ein bisschen verwundert, deswegen vielleicht. Weil er so lang war? Oder? Nee, weil er so wenig. Nein, ich hatte viele Gerüchte gelesen, ne, was alles da rein sollte in diesen ersten Teaser. Das soll man ja auch nicht machen. Wo man die alten Figuren sieht und dann hört man das Force-Thema mit einer Windpipe gespielt. Nix. Mit Panflöte. Ja, genau. Das wäre witzig. Und. Natürlich bin ich trotzdem begeistert davon, aber beim ersten Mal war es sowas wie, jetzt geht's gleich los, oder? Und es war schon zu Ende. Und ich dachte, wo sind denn die anderen? Haben die... Okay, das ist eine gute Strategie, dass man echt die neuen Figuren erstmal vorstellt und nicht darauf eingeht, dass es vielleicht nur der vierte Teil mit den anderen Jungs und Mädels ist. Also im Endeffekt geht es ja um die drei Figuren, die wir jetzt im Trailer gesehen haben. Ja. Und ich finde, man für einen Teaser erfährt man schon eine ganze Menge. Also wenn man jetzt mal andere Teaser, die es gut so richtige Teaser gibt es nicht mehr. Also für Aliens, wo man nur das Ei gesehen hat, so. Genau, oder den Bernstein für Jurassic Park damals. Sowas wird ja, glaube ich, gemacht oder kaum noch. Kaum noch. Ich glaube, Pixar macht sowas oft. Stimmt, das sind die Letzten, die sowas machen. Ja. Von daher hat man schon ziemlich viel erfahren und auf jeden Fall auch, was mich angeht, sehr viel Lust bekommen, den gut zu gucken, sowieso aber auch mehr darüber zu erfahren und wieder richtig heiß drauf zu werden. Ja. Mhm. Für mich, Marcel, das klingt so. Hast du schon gesehen? Ich habe ja extra. Klar, also so ein paar Gerüchte kriegt man halt immer mit, ob man will oder nicht, aber ich habe mir vorgenommen, dass ich diese ganzen Gerüchte und alles, was mit der Handlung eventuell zu tun haben könnte, versuche ich komplett zu vermeiden. Und deswegen war ich da total unbeleckt, sozusagen. Also hatte ein weißes Blatt, also ich wusste nicht, was mich da erwartet und also ich will nicht sagen, dass ich enttäuscht war, aber keine Ahnung, es schwankt so zwischen unterwältigt sozusagen und wow, was war das? Ja, das ist die perfekte Mischung, ja. Ja. Weil ich habe wahrscheinlich erwartet, dass mich das, ich meine, bei Episode 1, das war natürlich ein längerer Teaser und natürlich war auch die Zeit zwischen Teaser und Start viel kürzer als das, was jetzt ist. Ne? Mhm. Es ist ein Jahr hin. Also die anderen Teaser waren ja immer wirklich ein halbes Jahr vorher. Im November gab es bei Thanksgiving immer den Teaser zu einem Star Wars Film und im Mai war der Film in dem Kino. Also exakt 6 Monate. Also die neuesten Gerüchte von heute waren ja auch, dass bei Avengers eben im Mai
der nächste richtige Teaser wahrscheinlich ist. Okay. Und der wird dann wahrscheinlich so sein wie der Episode 1. Also wieder ein Teaser oder ein Trailer? Ich schätze mal einen Teaser, der dann alles mit einbezieht, auch die anderen Figuren. Aber wir haben ja bis Mai echt noch Zeit, so Gerüchte sammeln, irgendwas selber schätzen und was auch immer. Das ist jetzt also zwischen jetzt und Mai soll quasi gar nichts mehr kommen, erstmal. Nach dem Gerücht von heute. Ich glaube, ich könnte mir vorstellen, dass du vielleicht kurz vor Weihnachten noch den anderen, diesen Gerüchteaser, den ich gelesen habe, der muss doch irgendwo rumliegen. Also der war zu perfekt. Er klang nicht wie eine Fan-Idee, sondern wie etwas, was ich mir sehr gut vorstellen könnte, deswegen. Ja. Vielleicht gibt es ja zwei Teaser. Einen mit den neuen Figuren und einen mit den alten. Ja. Vielleicht. Ja. Das wäre so meine. Also ich habe so überlegt, als ich den Teaser gesehen habe, habe ich gedacht, okay, ist natürlich auch das, was mir als erstes aufgefallen ist, ey, Moment, wo sind denn die alten Haudegen und so, von denen sieht man ja gar nichts. Und dann habe ich, ja, da kommt bestimmt noch einer hinterher. Oder auch nicht. Ansonsten würdest du ja eine Marketingkampagne anfangen mit dem, die ist für die über 40-Jährigen und die ist für die neue Generation. Das ist ein bisschen gefährlich. Ich glaube nicht. Ich glaube, das wird echt beim Mai-Teaser zum ersten Mal. Okay, wir sehen wahrscheinlich Fotos vorher, ne? Das glaube ich schon. Wie sie aussehen. Obwohl? Ja? Ich weiß nicht, habe ich das gelesen oder habe ich mir das nur eingebildet? ganz am Ende des Teasers ist ein Laserschwert-Sound zu hören. Genau, das hast du gelesen. Das war gestern überall online. Ah, okay. Siehst du, dann habe ich das doch gelesen. Oder du hast es einfach noch rausgehört, weil das ein altbekanntes Geräusch ist. Ja. Ja, okay. Gut. Was hast du noch rausgehört? Das war ein Raptor. Das genau. das Laserschwert von Luke ist. Also im Endeffekt das allererste Geräusch, was wir jemals gehört haben, oder? Das ist ja, wenn Ben Kenobi eben das Schwert gibt. Genau. Ja. Und das ist ja auch das Schwert, was ja Luke verloren hat in Bespin. Ja. Und das ja gerüchteweise ja irgendwie vom Himmel fällt, so 30 Jahre später. Also das waren die allerersten Gerüchte zur Handlung. Ach so. Auch vom Himmel fällt das... Ja, das landet so. Bei der Daisy Ridley, also bei der Kira. Die findet ein Schwert. Die allerersten Gerüchte waren, dass die Hand noch dran ist, aber das glaube ich nicht. Ich meine, vielleicht reichte die ja auch so lange wie bei Interstellar, wie wir jetzt gelernt haben, und kam dann vielleicht nur 15 Minuten später von Bespin direkt auf den wüstenähnlichen Planeten, wo ja gesagt wird, es ist nicht Tatooine, obwohl er ja total so aussieht. Aber natürlich jetzt mehr auf den Wüstenplaneten. Ach so, was? Ey, das ist nicht Tatooine. Ich dachte, Tatooine. Es wurde nicht offiziell genannt. Stimmt. Das heißt, das ist ein Wüstenplanet. Wüstenplanet, dann denkt man ja, also Star Wars, ein Wüstenplanet denkt man ja sofort. Ja. Ja. Okay. Aber natürlich kann es Dutzende Wüstenplanet geben. Ja, Moment. Wenn das ist das Laserschwert ist, ja, was Luke auf Bespin verloren hat, wie kommt es dann auf einen Wüstenplaneten? Also, wenn das dann, also auf Bespin gibt es ja Gravitation, das fällt dann durch die Wolken und also unter den Wolken ist dann ein Wüstenplanet, oder? Nee, ja, Bespin ist doch nur eine Stadt in den Wolken, also unten ist ja nichts, das ist ja Space. Das ist runtergefallen, also ins Nix. Gasplanet ist es, denke ich. Genau, und es ist ins Nix gefallen und schwebte wahrscheinlich. Achso, das schwebt durch den ganzen Kosmos. Gasplaneten durch, sozusagen. Ja, ungefähr. Und kommt dann auf der anderen Seite wieder. Ja, das sind jetzt fortgeführte Ideen eines Gerüchts. Also, aber trotzdem gut. Ja, und dabei hat sich wahrscheinlich die Hand aufgelöst. Oder wurde von einer Bespin-Ratte gegessen. Ja, ja, jedenfalls war das allererste Gerücht. Ja, hast du eins? Das ist ja wohl der größte Aufreger. Bei dem? Das Laserschwert mit der Parierklinge. Oder ja, wieso Aufreger bei dir? Laser. Wieso Aufreger? Ja, also nicht Aufreger im Sinne von negativ, sondern. Ach so. Also, guckt euch mal das Laserschwert an, so. Mhm. Ja, besonders weil es so alt aussieht, ne? Ja, einmal ist es halt, weil es diese feurige Klinge hat. Also das lodert ja richtig. Ja, und dann halt diese zwei Mini-Laser sozusagen, die aussehen halt wie eine Parierstange. Was ist eine Parierstange? Und da fragt man sich natürlich, macht das bei dem Laserschwert überhaupt Sinn? Das soll ja, das andere Gerücht ist ja, dass es der Böse, wer auch immer der Böse ist,
ist ja so ein Sith-Fan. Ja, und er sammelt Artefakte im ganzen Universum. Und das Ding soll ein altes Laserschwert eines Sith-Lords von irgendwann sein. Deswegen sieht das so aus. Das ist nicht das, was wir kennen, sondern eine Urform eines Lichtschwerts. Ja, aber das ändert ja nichts an der Tatsache, dass eine Parierstange bei einem Laserschwert eigentlich nicht viel nützt, oder? Ich meine, da schneidest du doch mit deinem... Also, wenn du kämpfst, schneidest du doch mit deinem Laserschwert da quasi durch, oder? Wir wissen ja nicht, was das Ding sonst machen kann. Wir haben ja jetzt... was? Wie lange war das zu sehen? 2 Sekunden? Ja. Vielleicht fährt das ja ein. Vielleicht fährt das ja ein beim Kampf. Mit dem Dings, dass man dann nicht gleich die Hand da hat. Ich meine, das ist ja offensichtlich ein weit verbreitetes Problem mit Lichtschwertern. Dass man schnell die Hand abhackt. Oh ja, und den Arm. Ja, und besonders bei den Skywalker. Das macht das Sinn, da so einen Schutz einfach gegen abrutschende Lichtschwerter zu haben. Ja. Aber vielleicht steht er auf Retro und verliert ab und zu mal ein paar Finger. Das ist vielleicht. Oder es passiert währenddessen. Er hat es gerade ersteigert bei Space eBay. Und dann will er gerade jemand angreifen und schwupps. Steht er da. Ungeheuer. Wenn es ein Er ist. Ne? Es gibt auch das Gerücht, dass es eine Dame ist, vielleicht. Die aus Game of Thrones, die... Ich vergesse jetzt ihren Namen. Die Große. Genau, die, genau. Die ja wie ein Krieger im Endeffekt ist. Das würde ja passen. Viele denken, es ist der Adam Driver aus Girls, weil von der Statur, er ist so ein bisschen leicht gebeugt und er ist ja ein länglicher Typ. Also deswegen schätzen das welche. Vielleicht ist es nicht mal jemand von, von der Cast. Also von der bekannten Cast. Wahrscheinlich ist dann doch Benedict Cumberbatch. Ja, dieses Gerücht, ja. Der arme Kerl, der ist zurzeit ja werbetechnisch unterwegs für seinen neuen Film, The Imitation Game, und er wird immer gefragt, wo er in Star Wars drin ist. Und er sagt so, ich habe damit nichts zu tun. Klar grinst da immer dieses verschmitzte Lächeln und man denkt, der versteckt was. Und ich schätze mal, dass er vielleicht im 2. oder 3. dabei ist. Oder in einem der Standalone-Filme. Und deswegen grinst er immer so komisch. Oder als... Smaug. Als Gaststar in irgendeiner Maske. Ich habe gehört, er ist jetzt im Hintergrund einmal. Chewbacca. Jabba the Hutt. Ach so. Auf Britisch, okay. Nein, Dr. Strange muss er auch immer schön fleißig, wenn er nach Dr. Strange Ja, kommt. Das sind die beiden Fragen, genau. Star Wars und Dr. Strange, genau. Und wann es weitergeht mit Sherlock. Aber da hat er ja vorgestern noch gesagt, er hat keinen. Er hat nicht vor, mit Sherlock aufzuhören. Das ist ja super. Da gibt es aber auch schon Fotos von der Special. Nee, das ist nur das Special. Ach, das ist nur das Weihnachtsspecial? Ja, das ist das Weihnachtsspecial, aber ich glaube nicht so Weihnachten, oder? Hm. Oder wenn die über Weihnachtsspecial sprechen, dann kann ich mir nicht vorstellen, dass das jetzt schon läuft. Ja, aber wenn es jetzt schon Fotos gibt, bis nächste Weihnachten, ist schon... Ja, schon ziemlich viel, stimmt. Wäre ganz nett, wenn es eins geben würde. Gehen wir jetzt immer noch über den Star Wars Teaser? Oder? Das Special, genau, das ist wieder dieses Holiday-Special, das neue. Genau, das ist mein Special. Mit Benedict Cumberbatch als einer von der Chewbacca-Familie. Nee, wie hieß der? Wumpy? Nee, Lumpy, der Sohn, oder? Ich habe das echt noch nicht komplett gesehen, das Holiday-Special. Was? Nee, das ging nicht. Ja. Ich habe mich da durchgekriegt. Ja, klar. Ich nutze eins nicht zum Schluss. Fein, fein. Tatsächlich, es ist tatsächlich so, wie alle sagen, das Beste an dem Teil ist der Boba Fett-Cartoon, muss man ja fast sagen. Und dadurch, dass ich dann mich gefragt habe, wo war denn Boba Fett, heißt es, dass ich irgendwann vorher ausgemacht hätte. Ja, jedenfalls freuen wir uns jetzt ein Jahr lang, beziehungsweise staffelweise, wenn es den nächsten Trailer gibt und den nächsten Teaser und was auch immer. Ich meine, wenn man an Episode 1 oder an die anderen auch denkt, da waren ja auch diese Mini-Teaser immer, ne? Pro Figur, oder? Wisst ihr noch, dieser Darth Maul-Teaser, dieser Qui-Gon Jinn-Teaser, aber die waren ja eher schon Richtung kurz vor Kinostart, also im April liefen die. Das heißt, das wird eher nächstes Thanksgiving der Fall sein. Gab es denn irgendwas bei dem Teaser, was euch nicht gefallen hat? Okay, das ist jetzt eine doofe Frage bei dir, Kostas. Wieso? Wieso? Moment. Ja, nicht? Okay. Das ich das Gefühl hatte, John Williams hat nicht viel gearbeitet. Nee, muss er ja auch nicht. Also das habe ich auch nicht erwartet. Ich hatte, er kommt mit seiner Panflöte rein und macht dieses Stück für meinen Trailer. Genau. Nee, ja. Nicht gefallen? Puh. Also mir hat zum Beispiel dieser Medizinballroboter nicht gefallen, der da durch das Bild kullert. Ja, aber wir wissen noch gar nicht, was das für eine Funktion ist. Ja, ich weiß, aber das sah für mich so aus wie...
Maskottchen von der Fußball-WM in Katar. Und, wegen Wüste, okay, aha. Ja, fand ich irgendwie, ja. Also ich hätte auch ein Bild von R2D2 an der Stelle vorgezogen, aber... Das ist auch der allererste Trailer ohne R2D2 von allen Star Wars-Trailern. Nee? Ja, oh. Sonst ist er immer irgendwo dabei. Ist er nicht als Soundfile irgendwo im Hintergrund? Nee, da waren ja Soundfiles von diesem Probe-Droid aus Empire Strikes Back, den hört man kurz am Anfang. Das Schwert, wie du gesagt hast, aber nee, R2 nicht. Okay. So, nee, Alex war noch bei dem Medizinball. Ja, ich fand's eine eigenartige, dafür, dass man die Vermutung hat, dass das nur irgendwie so ein kleiner Nebenher-Charakter ist und nicht wichtig für die Story und so, ist es schon eine eigenartige Entscheidung, den in den ersten Teaser mit reinzunehmen. Wer sagt denn, dass der nicht wichtig ist? Ich glaube, alles, was wir gesehen haben, ist extrem wichtig. Oder, was ich schon gedacht habe, dass J.J. Abrams das Ding da extra reingesetzt hat, weil so, dann regen sich erstmal wieder alle auf. Ja, das hätte ich auch gemacht. So, ja. Nee, ich glaube, das ist vielleicht so ein Droid, der Hauptfigur gehört, diesem Mädel. Kann gut sein. Oder das, oh. Ich meine, das ist vielleicht der R2 von der Geschichte. Weil die Droiden müssen ja auch ein bisschen fortgeschrittener sein. Vor allem, genau, das könnte ich sagen, ist mir merkwürdig. Also nicht gefallen, sondern merkwürdig. Dass der Look zwischen den anderen Trilogien wirklich anders ist. Und zwischen denen ist es wirklich so, als ob es 5 Jahre nach Jedi spielt. Also, was wir bis jetzt gesehen haben. Spielt nicht wirklich, visuell ist es nicht so wirklich 30 Jahre. Aber wie gesagt, das sind ja nur 88 Sekunden, von denen nur 45 Jahre zu sehen waren. Das liegt aber wahrscheinlich einfach daran, dass sie dieses Mal tatsächlich auf die ganzen alten Produktionsskizzen zurückgegriffen haben. Oder viel von... ja, da müsste der Look treffen, Dingens, aber nicht... Ja, wie heißt er auch? Ja, Ralph McQuarrie. Ja, genau. Aber um den Look zu treffen, nicht um zu sagen, wir machen einfach das gleiche Modell nach. Ich glaube, es kann ja auch sein, dass wir im Teaser sehen, ältere Sachen sind, die wirklich von dieser... Entweder ist es eine Rebellion oder was auch immer da ist... benutzt werden, dass es vielleicht auch neuere Schiffe gibt, die wir noch gar nicht kennen. Ja, aber wenn ich das richtig verstanden habe, ist es ja so, dass der Bürgerkrieg ja immer noch läuft. Also das Imperium ist ja nicht irgendwie tot. Wo hast du es denn verstanden? Durch den Teaser. Wieso? Weil da Truppen zu sehen sind? Ja, klar, weil da Sturmtruppen sind. Ja, vielleicht und vielleicht sind die Sturmtruppen einfach nur wie vorher die Polizei des Universums. Die wurden ja nur missbraucht vom Imperator. Das meine ich ja vielleicht. Und dass der Boyega da am Anfang die Klamotten anhat, vielleicht sind es einfach nur die Cops des Universums. Und mehr nicht. Das muss ja nicht sein, nur weil, ich glaube, der Teaser wurde auch so aufgebaut, damit wir denken, ach, es ist alles beim Gleichen. Wer weiß, vielleicht sind die Typen, die Rebellen sind, sowas wie die Terroristen, was sie ja auch im Endeffekt sind, wenn sie gegen die Diktatur da ankämpfen. Und vielleicht ist es einfach nur spiegelverkehrt und das dreht sich wieder. Das wäre ein guter Ansatz, weil die wirken ja auch nicht wie Invasoren, sondern wie ein Truppeneinsatz da bei diesem Absprung am Anfang. Mhm. Deswegen, ich glaube, die sind wieder wie damals die Klone, einfach für die Republik oder was auch immer jetzt der Staat ist, zuständig. Wäre meine Schätzung. Mhm. Das muss ja nicht 30 Jahre lang immer das Gleiche sein, das glaube ich nicht. Das sind 30 Space Jahre. Worum ich eigentlich hinaus wollte, ist, dass, sagen wir mal, wir nehmen jetzt mal an, dieser Bürgerkrieg oder das Imperium gibt es noch in einer kleineren Variation und die versuchen halt wieder an die Macht zu kommen oder keine Ahnung. Mhm. Dass die ganze Galaxie quasi durch diesen weiter fortlaufenden Bürgerkrieg halt keine neuen Technologien entwickeln kann, einfach weil die Ressourcen dann nicht da sind und die Leute halt auch angewiesen sind, die alten Sachen immer zu wieder nutzen. Ja. zu nutzen. Ja. Ja? Ja, wenn das so wirklich so bleibt, dann ist das eine sehr logische Idee. Ja, wir haben noch ein Jahr Zeit zu diskutieren. Auszumalen. Vielleicht machen wir so eine Star Wars Rubrik bei jeder Episode auf. Genau. Dann müssen wir immer aufpassen, wenn wir uns gegenseitig so Gerüchte in donnern, müssen wir aufpassen, ob der andere dann wirklich überhaupt keine Spoiler hören möchte. Da müssen wir ein bisschen gucken. Ne? Ja, wir können ja immer raten, welche Rolle Benedict Cumberbatch dann als nächstes. Genau.
Vielleicht spricht er ja diesen Medizinballroboter. Ja, vielleicht. Ich glaube, der macht auch Geräusche, glaube ich. Und Benedikt macht lieber Smaug und größere Wesen, die komplett sprechen können. Das Terrorist-Thema ist ja nur zum Falken zu hören und dann ist auch vorbei, ne? Ja. Das ist der Flug des Falken und dann ist vorbei, genau. Und dann das Lichtschwert-Sound, genau. Die Musik-Nerds haben auch schon festgestellt, dass das Thema leicht anders klingt. Ja, tut es auch. Ja. Aber leicht eben wie von jeder Aufnahme zur nächsten. Zwischen den anderen Filmen ja auch. Ja, also nicht wirklich großartig abgeändert, sondern so, aber halt schon Unterschied. Also auch von den, es gibt ein paar Noten, die einfach länger sind zum Beispiel. Also den normalen Leuten wird das überhaupt nicht auffallen. Und mir ist es ehrlich gesagt auch nicht wirklich aufgefallen. Ich habe das dann nur in einem Forum, in einem Komponistenforum gelesen. Ist euch eigentlich aufgefallen, dass, aber es ist auch interessant, dass selbst, also in allen Foren, auf jeder Seite im Prinzip, der Star Wars Trailer ist da und so. Ja, ja. Also das fand ich echt sehr interessant. Das hat mich dann doch sehr an 1999 erinnert, wo die Leute halt wirklich mega heiß waren. Mhm. Leider können wir uns ja nicht an 82 erinnern, als der Jedi-Teaser kam. Oder? Kann das jemand von euch Älteren erinnern? Nee, also soweit, also wenn dann, nee, also im Kino habe ich da gar nichts. Ja, ich auch nicht. Wenn im Fernsehen, ich gab ja Fernseher, ja, ja. Dann gab es ja diese Spots und dann von Kenner natürlich die mit Szenen, da habe ich viele Ewok-Sachen gesehen und sowas. Oh. Dann können wir nämlich zum anderen Trailer springen. Das war das, glaube ich, das Hauptproblem, was ich mit dem Teaser hatte, weil der Trailer, der zwei Tage vorher rauskam, hatte so viel Zeug drin und nannte sich auch Teaser, dass ich dann eben natürlich sofort enttäuscht war, weil ich so oft den Jurassic World Teaser gesehen habe, dass ich dann davon ausging, dass wir auch so ein Päckchen von Szenen sehe. Obwohl, es ist klar, dass der Jurassic World Film auch kompletter ist, weil er schon länger fertig ist als Star Wars, deswegen. Aber ich wäre enttäuscht gewesen, wenn uns der Star Wars Trailer das Äquivalent von dem gezeigt hätte, was der Jurassic Park natürlich. Trailer gezeigt hat. Also wenn da auch jetzt sozusagen nur so Szenen, ey, wisst ihr noch, guck mal, wie cool der Falke fliegt und jetzt auf Jurassic Park gezogen, wisst ihr noch, diese Herde Galamamus, wo die hier durchgerannt sind, ey, wisst ihr noch, da, also, er war mir ein bisschen zu viel im Prinzip Retro auf eine Art, dass man zu sehr versucht hat, vielleicht auf den ersten Jurassic Park anzuspielen oder Parallelen zu ziehen. Vielleicht ist ja auch der ganze Film so, dass er mehr so ein Riff ist auf den ersten Jurassic Park. Nicht nur, er will ja zeigen, dass das, was damals geplant war und nie aufgemacht hat, jetzt funktioniert. Das würde man als Parallele nehmen. Im Endeffekt. Das ist ja zum ersten Mal, dass der Park wirklich eröffnet hat. Klar müsste ich dann zeigen, wie es eigentlich angedacht war, daneben gegangen ist und jetzt funktioniert. Ich bin ein bisschen skeptisch. Was ich halt, weil ich war ja auch bei Guardians of the Galaxy skeptisch und musste dann neidlos sagen, dass das super gelungen ist. Aber ich bin jetzt hier auch ein bisschen skeptisch. So ein bisschen so die Handlung, so ein bisschen Weiße Hai 3D. Und die Idee mit einem genetisch mutierten Dinosaurier. Manipulierten. Bitte? Manipulierten. Was habe ich gesagt? Mutierten. Wo ist der Unterschied? Mutiert wäre, wenn es natürlich passiert wäre, aber manipuliert ist, wenn Menschen darauf Zugriff genommen haben. Ja, noch schlimmer. Ja. Und auch dieser Ansatz hinten, den ich so verstehe, dass Chris Pratt da Dinosaurier abgerichtet hat, ihm bei der Jagd zu helfen, so interpretiere ich es jetzt mal, was er auch, es gab ja auch mal das Gerücht, dass es sozusagen Soldier-Dinosaurier... Nee, das ist ja ein ganz anderes Drehbuch. Das Gerücht, was es bei dem gab, ist, dass er die für Shows trainiert. Also wie bei Delfinen und sowas.
Und deswegen ist die Szene, wo sie mit ihm laufen, nicht ja, die Art gerichtet, dass er zusammen auf die Jagd geht, sondern das sind wahrscheinlich zwei, drei, die so hundmäßig seine Kumpel sind, würde ich schätzen. Ja, und ich bin nicht sicher, ob ich das mag. Oh, schade. Ich weiß auch nicht, bin ich sicher, ob ich, weil wenn da ein genetisch manipulierter Dinosaurier ist, dann ist das ja ein irgendwas Neues, also ein Prinzip ein erschaffenes Monster. Und ja. Das war halt Jurassic Park nie. Jurassic Park war immer, das waren Dinosaurier, die gab es so mal auf ja, der... Nicht so, ich meine, die haben ja die Froschdna genommen, das war schon manipuliert. Es wurde nicht zusammengemixt, das meinst du? Also die sind ja nicht so geboren worden, wie sie mal existierten. Die wurden ja schon von Menschen bearbeitet. Ja, aber ich sagte, Triceratops sah aus, wie wir uns vorstellen, dass der damals aussah. Ja. Und genauso der T-Rex und genauso die anderen Dinosaurier, die halt alle Namen hatten, so wie man das irgendwie, wenn ich mal so ein Dinosaurierbuch gebe, dann heißen die so, wie die im Jurassic Park heißen. Ja. Der neue Dinosaurier, wie auch immer er dann heißen wird, D-Rex, Alter, ist also. Wahrscheinlich dann... kriegt wahrscheinlich einen eigenen Namen, den es bisher noch nie gab. Und doch, habe ich auch gesagt, D-Rex, mit D, nicht mit T, heißt der. D-Rex, nee, das steht ja auch schon irgendwo. Okay. Und dann wird er wahrscheinlich auch so aussehen, wie nie ein Dinosaurier ausgesehen hat. Oder eine Mischung aus mehreren sein. Oder genau, so. Genau. Das weiß ich halt nicht, ob ich das gut finde. Oh. Das kann trotzdem funktionieren, aber für mich war halt Jurassic Park immer auch so ein bisschen Kids, die sich für Dinosaurier interessieren, weil Dinosaurier von Natur aus cool sind, sehen da genau diese Dinosaurier auf der Leinwand. Das war immer ein Reiz davon. Ach so. Und das, fürchte ich, wird jetzt so nicht zwangsläufig sein. Nur wegen dem einen neuen. Der Rest ist ja genau das Gleiche. Und noch mehr davon. Ja, na, es kann sein, dass das keine große Rolle spielt, aber ich sehe nicht so den Sinn darin. Warum muss man, die Dinosaurier sind ja grundsätzlich von sich aus cool und von sich aus gefährlich genug und bedrohlich genug. Warum muss man dann noch irgendwie was Manipuliertes dazu erfinden? Sehe ich im Moment nicht Sinn. Man sonst keinen vierten Jurassic Park bräuchte. Zum Beispiel. Man muss ja immer die Raising the Stakes nennt sich das. Einfach einen noch drüber. Und besonders bei dem Fall, es gibt ja dieses Gerücht, dass vielleicht um den Park herum die freien Zonen ja immer noch von den zurückgebliebenen Sauriern belagert werden. Also das, dann gibt es die Wilden draußen und die, die im Park wohnen. Und ich schätze mal, dass dieses manipulierte Ding wahrscheinlich ein Bindeglied zwischen den beiden. Also ich glaube, da ist noch viel mehr zu holen als das, was der Teaser bis jetzt nur erzählt hat. Ja, der Teaser deutet an, dass der große Bösewicht ein manipulierter, genetisch manipulierter Supersaurier sein wird. Das deutet der Teaser. Und diese neue Firma, die den ganzen Laden schmeißt. Das ist wahrscheinlich wie bei allen anderen dreien so eine Art Bedrohung im Hintergrund. Und wenn die Menschen dann nicht mehr wissen, wie sie dieses neue genmanipulierte Vieh besiegen können oder sollen, dann kommt der Original T-Rex. Nee, ich glaube eher die Raptoren. Macht ihn fertig. Genau. Vielleicht eine Mischung. Mal gucken. Ja, dann rekrutieren sie den wieder. Du musst noch mal raus. Ich bin jedenfalls sehr gespannt, weil es wirklich der erste ist, der direkt im Endeffekt auf den ersten zugreift. Der zweite hatte ja einen anderen Look, dadurch, dass es eine andere Insel war und dadurch, dass sie in Kanada gedreht haben und nicht in Hawaii, auf Hawaii. Der dritte hatte so eine Mischung vom ersten, aber das ist ja der einzige, der wirklich direkt am gleichen Ort spielt. Im Endeffekt könnten wie die Leute, die Rocky und den sechsten Rocky gucken und eine Geschichte haben, können die Leute von heute eben die nur die zwei gucken und es ist eine Geschichte für sich. Also er greift schon wirklich wie ein Sequel auf den ersten. Und das finde ich ganz spannend. Im Juni? Ja, 12. Juni, Weltstart. Also muss ich diesmal nicht wegfliegen wie vor 22 Jahren. Stimmt, da hat man uns ja kennengelernt mit Marcel, als die ganzen Teaser von Jurassic Park rauskam. Das war ja die Zeit, wo ich den Trekkies den Trailer gezeigt habe und keiner hat verstanden, was ich damit richtig sagen wollte. Genau. Und dann habe ich bemerkt, nee, die sind ja alle so ein bisschen stumpf. Ein bisschen, ja. Ganz bisschen. Genau. Ja.
Ja, vielleicht sind sie heute gar nicht mehr so. Also die nachgewachsene Generation von. Wenn sie genetisch manipuliert sind, ja. Habt ihr sonst irgendwas Neues gesehen, gehört, gelesen? Ich habe gerade gelesen, Suicide Squad. Oh ja. Voll gecastet. Wie was? Voll gecastet. Voll gecastet, ja. Ich habe Asterix verstanden. Der kommt auch. Dann aber mit einem sehr prominent besetzten Cast. Ja. Also da, wo Marvel erstmal guckt, irgendwie so sicherlich auch erstmal budgetmäßig, so wie können wir das Budget erstmal im Zaum halten und wen vermuten wir, wer könnte schauspielerisch da bekannt werden und mit wem können wir da in Zukunft weiter aufbauen. Was reißen? Schaut Warner und DC irgendwie so, wer ist denn jetzt teuer und in gerade und den schnappen wir uns. Also die fahren da eine ganz andere Casting-Strategie als Disney und Marvel. Ja, ich glaube, das stimmt schon. Aber ich glaube, die machen das nur bei den Titeln, die die Masse nicht kennt. Wie was Suicide Squad. Guck mal, bei Man of Steel kannte man ja Henry Cavill nicht. Und bei Wonder Woman kennt man das Mädel ja auch nicht. Also bei den Namen, die sich von alleine verkaufen, machen sie es nicht. Ich glaube, bei sowas wie im Endeffekt ist Suicide Squad das Guardians von DC. Ja, aber guck dir die Cast von Guardians an. Ja, das war ja auch der 10. Film von Marvel. Da hätten sie sowieso das Publikum reinziehen können. Und der Suicide Squad ist, glaube ich, der 2. nach dem Batman-Superman-Film. Ja, das hat im August 2016. Also musst du erstmal die Leute ins Kino bringen. Ja, lassen sich das auf jeden Fall was kosten. So viel kann man schon mal sagen. Und wenn man mal bedenkt, wie oft Will Smith mal sowas mal abgesagt hat, und jetzt spielt er eigentlich einen Killer. Ein Gegner von Batman sozusagen. Das ist schon spannend, ja. Ich habe mit ein paar Ausgaben von Suicide Squad angefangen, um zu gucken, was das für Figuren überhaupt sind. Und der Jared Leto wird ja ein perfekter Joker. Also das glaube ich jetzt schon. Da haben sie das. Ich glaube auch, dass das funktionieren kann. Ja. Also sind das Bösewichter sozusagen? Ja, oder? Das ist so eine Art Killer-Kommando, ja. Und außerhalb der eigenen Comics sind sie meistens Gegnern von jemand anderem. So läuft das. Also wie, was haben wir denn? Gibt es sonst was in der Art? Nee, eigentlich nicht. Ich war ja auch verwundert, dass sie direkt so mit sowas anfangen. Also, wenn es der 7. Film wäre, würde ich es ja verstehen, aber das ist ja im Endeffekt wirklich der 3. Wenn Man of Steel der 1., Batman vs. Superman der 2., dann ist das der 3. Film. Vielleicht wollten sie die Sinister Six irgendwie über stimmt, das vorher rauskommen. Das ist es, ja. Die Sinister Six. Genau, das sind die. Nicht die 6 vom Sinister, sondern die Düse. Aber ich glaube, die machen es, weil der Joker da etabliert wird, deswegen. Ja. Weil du da nämlich einen Teaser von einem Batman-Film hinterherhaust danach, wo der Joker der Gegner ist, dann hast du schon pre-sold Tickets. Ich glaube deswegen. Und Lex Luthor soll auch irgendwo auftauchen. Stand da irgendwo gestern, vorgestern. Hm. Ja. Also da ist schon eine richtige Strategie dahinter. Ich glaube, die machen nichts versehentlich jetzt. Was auch gut ist. Egal, ob die DC-Fernsehschauspieler ein bisschen meckern. Ne? Aber das hat letztens der Arrow-Schauspieler gesagt, er findet es doof, dass ein anderer Flash im Film ist und ein anderer Flash im Fernsehen ist. Ja, das, ich meine, das war ja schon immer, das ist ja, ich glaube... Ja, außer bei den Marvel-Leuten. Deswegen meckert er, glaube ich. Weil die Figuren sind ja verbunden und bei denen wird es nicht so sein, was auch okay ist. Ich meine, wieso sollte es? Ja, aber ich glaube auch nicht, dass einer von der, und darum geht es ja, vom Fernsehen zum Film. Ich glaube nicht, dass plötzlich in Age of Ultron einer auftaucht, der bisher nur in der TV-Serie auftaucht. Nee, außer er war schon mal im Kino, ja. Genau, also ne, Coulson könnte auftauchen, wobei ich es auch nicht glaube. Ich glaube Maria Hill oder sowas. Maria Hill wird auf die, ne, wird switchen, aber es wird jetzt kein Sky da auftauchen, kein Fitz oder Simmons das oder so. Das ist auch gut so. Die sind halt gut, wo sie sind. Sie sind niedlich, wie sie sind, aber das ist kein Material für die großen Filme. Ne. Eben, ne? Und darum, und so sieht es aber ja auch mit Arrow und Flash aus. Die sind halt gecastet und aufgebaut für die Serie und ich glaube nicht, dass es großen Sinn macht, die plötzlich dann einfach
Obwohl die neue Supergirl-Serie ist ja auch im gleichen Universum zwischen den beiden. Also es wird schon das TV-Universum sein und das Kino-Universum. Genau, und wenn man das aber einfach so strikt trennt, dann finde ich das genauso legitim wie Marvel, die sagt, die sagen, es gibt dann sozusagen TV-Ableger, aber es ist ein gemeinsames Universum. Ja. Das sind dann sozusagen die kleinen Abenteuer im TV. Außer Gotham, das ist ja ein bisschen abgetrennt von... Ich glaube, alles, was bei CW läuft, das ist verbunden, glaube ich. Ja. Ich habe jetzt ein paar Episoden von Flash gesehen, das ist schon sehr ähnlich wie Arrow. Also es ist so, als ob Arrow und Flash exakt die gleiche Schablone haben fürs Drehbuch, habe ich immer das Gefühl. Letztens habe ich nebenbei eine Episode geguckt und dachte, ich gucke die andere Serie. Ich habe vergessen, dass ich Flash gucke und ich dachte, ich gucke Arrow. Weil auch die Mädelsprobleme der Figuren sind fast gleich und die Mädels sind alle gleich aussehend. Die mächtigen Papas, die bei der Polizei arbeiten, sind die gleichen Figuren. Es ist wirklich wie eine Schablone, die man benutzt. Ich hoffe, Supergirl ist ein bisschen anders. Ich habe den Pilotfilm von Flash auch gesehen und fand ich ganz okay, aber weiß ich nicht. Also, ich glaube, die Maßstäbe für TV-Serien, die irgendwie irgendwas mit weiß ich jetzt auch nicht, wie ich das beschreiben soll, aber irgendwie hatte ich höhere Maßstäbe, weil ich auch noch nicht viel von Arrow gesehen habe zum Beispiel. Und Arrow habe ich mir dann im Free TV hier in auf Deutsch, auf, ich weiß gar nicht, RTL 2 oder wo läuft das, ist keine Ahnung. Glaube ich, Und da habe ich dann festgestellt, dass das irgendwie ja doch das gleiche Produktions der gleiche Produktionslook ist und so weiter. Also wie du schon sagst, also es ist sehr ähnlich. Ja. Was auch okay ist, das sind niedliche Serien, die ich wahrscheinlich, wenn sie normal laufen würden, nicht unbedingt sofort gucken würde. Aber bei mir passiert das, wenn ich dann online bei vielen Websites steht dann immer der Recap von letzter Episode, wo sie über die Episode sprechen, habe ich immer das Gefühl, ich verpasse was und guck sie dann nebenher, damit ich einfach nur weiß, was passiert ist. Das ist bei S.H.I.E.L.D., das ist bei Flash, das ist bei Arrow. Hier Konstantin habe ich noch gar nicht angefangen. Bei Gotham ist es was anderes. Gotham ist ein bisschen... nicht abgesetzt, die haben die Saison einfach nur gekürzt. Und die Leute schreiben überall, dass sie abgesetzt wurden. Ein anderes Wort für demnächst abgesetzt. Oh, mal gucken. Das war bei Sleepy Hollow genauso, dass sie die Saison auf 13 gekürzt haben und damit eine zweite Saison genehmigt wird. Mhm. Und das ist das Gleiche. Sleepy Hollow war sehr erfolgreich. Ja, im Vergleich zu Konstantin. Also ich als Flash-Fan muss sagen, ich finde die Serie super und ja, es ist im Moment noch wie ganz oft bei ersten Saisons von solchen Sachen, der Monster of the Week oder der Bösewicht der Woche, aber was da so alles flashmäßig angedeutet wird, da wird Gorilla Grodd geteased. Stimmt, und der Negativ-Flash und so, also ich bin da sehr begeistert. Ja, wie gesagt, ich bin offen dafür, dass da noch mehr draus gemacht wird. Nur ich bin eher von Gotham angetan, von den Serien. Die beste TV-Serie, die ich in letzter Zeit gesehen habe, war tatsächlich Penny Dreadful, die erste Staffel. Ja, das ist was anderes, ja. Also die ersten 2-3 Folgen, die habe ich schon komplett so geflasht einfach. Die wurden dann zum Ende hin ein bisschen schwächer. Ein bisschen, Für mich trotzdem immer noch eine der besten Serien, die ich seit langer Zeit geschaut habe. So. Habt ihr noch was? Sonst hätte ich nur eine kleine Sache noch, deswegen. Ja, noch eine kleine Sache noch und dann Gehen wir über. Und das ist nämlich der Hamburger Filmclub im Savoy-Kino. Ihr habt das wahrscheinlich gesehen, dass ich das schon mal gepostet habe. Die machen einmal im Monat einen Film, der eigentlich zu unserem Programm passt. Letztes Mal war es Terminator 2, da war ich zum ersten Mal dabei. Ich hatte vorher, glaube ich, Back to the Future verpasst, weil ich da war ich irgendwo. Und die machen am Anfang immer ein Quiz, in dem sie Sachen fragen, schwierige Sachen fragen, damit die Leute raten können, was der nächste Film ist. Und die zwei Macher, das sind auch Briten, überlegen sich echt ganz schwierige, harte Sachen. Und
Die haben wohl nicht gerechnet, dass ich da mit drin sitze, weil ausverkaufter Saal, alle warten auf Terminator 2 und dann sagt der Typ ganz, ganz happy, ne, dass er was gefunden hat, was keiner finden kann und sagt so, im Kino läuft der Film Watch the Skies und nicht so Gremlins und dann der ganze Saal so, hä? Und der Typ ganz traurig vorne, na gut, dann komm nach vorne. Dann bin ich nach vorne gegangen und er so, wie lautet die Antwort? Ich so, Gremlins 84, Jordan. Und dann meinte er so, und wieso heißt das so? Und ich so, weil das der Arbeitstitel von Spielberg Close Encounters war. Und er so, aha, okay. Am nächsten Tag stand bei denen auf der Website drauf, auf der Facebook-Seite, dass da jemand gestern mit Jedi Skills da war. Und hat sofort. Jetzt sind die Jungs aber Fans von unserem Podcast hier und von der Greek Geek-Seite. Ich hoffe, die hören mal ab und zu mal rein. Das ist. Und ich bin gespannt, weil Donnerstag läuft Gremlins und ich bin gespannt, was sie für Fragen für den nächsten haben. Im Endeffekt, das Gute ist, man kann schnell raten, es ist irgendwas aus den 80er und 90er. Und das sind genau die Filme, die wir ja eigentlich auch auswendig kennen, egal was da drin ist. So ist, ich habe dann Terminator 2 als Blu-ray gewonnen und den halte ich schon zwei, dreimal. Und ich komme zurück zu meinem Platz und dann sagt der Typ neben mir, wer weiß denn sowas? Und ich so, tja. Ja. Hier, Filmmakers-Cast-Hörer, die wissen was. Ja, genau. Obwohl wir über Kleinigkeiten noch nie gesprochen haben. An die Jungs vom Savoy. Ja, vom Filmclub Savoy. Und ich hoffe, die bringen alle unsere Lieblingsfilme auf die große Leinwand. Zeigen die auf Deutsch oder im Original? Nee, im Original. Savoy ist komplett im Original. Okay, cool. Okay. Und jetzt haben wir unser Thema sind die Pulp Heroes. Aus den 90ern, zwar der Rocketeer aus dem Jahre 91 und der Shadow aus dem Jahre 94. Und jetzt gucken wir. Was wissen wir denn noch über Rocketeer und Shadow? Eigentlich viel, weil ich mich immer damit beschäftigt habe. Das sind zwei Filme, die ich echt sehr oft gesehen habe. Damals? Ja. Nee, eigentlich nicht. Sehr oft drüber gesprochen. Ja. Also ich weiß nicht mehr ganz so viel. Ich weiß, dass der Rocketeer, glaube ich, dass Disney sehr große Hoffnungen hatte auf den Rocketeer. Und immer noch? Immer noch, dass die sicherlich gehofft haben, dass da mehr rausspringt, auch was Merchandising und was den Charakter angeht für Themenparks und der Fortsetzung. War der Achterbahn vorbereitet? Es gibt Skizzen. Richtig tolle. Die haben, glaube ich, dieses Dinner gebaut, das aussah wie ein Hund. Bulldogge, ja. Bulldogge, genau. Ja, beim Shadow weiß ich gar nicht. Welches Studio war das? Universal, die hatten auch eine Menge vor. Und ich war ja zu der Zeit auch da. Deswegen, der wurde auch so präsentiert wie der neue Jurassic Park. Das war ja der Universal-Film ein Jahr später. So, also Flintstones und The Shadow waren vor 20 Jahren die beiden Riesenprojekte von Universal. Und ja, hat ja beides so nicht hingehauen. Von daher bin ich jetzt gespannt, wie ich die jetzt finde. Ich weiß, dass ich... Aber das war ja, was die an Kasse gemacht haben. Das hat ja nichts damit zu tun, was wir davon... Nein, für die, so. hat für die Studios nicht hingehauen, so. Daraus eine große Franchise zu machen. So, das meinte ich. Okay. Obwohl es so angedacht war und die Hoffnung da drauf war. Also auch, ich weiß ja auch, der Rocketeer hat ja durchaus ein Ende, was auf ein Sequel anspielt. Nicht direkt, wir sondern das noch jetzt existiert. Als, ja, aber sie finden dann noch wieder das Pocket-Pack. Oder ein zweites, oder sie finden es wieder. Auf jeden Fall schon so, dass die Handlung abgeschlossen war und dann, guck mal, hier ist noch eins, wir können gleich weitermachen. Nee, es ist letztendlich, dass Kinder als Rocketeer spielen, dass es so eine Legende ist, im Endeffekt, was bei Man of Steel auch benutzt wurde, dieses ich bin Rocketeer, ich bin Superman. Ich meine, sie finden ein neues oder das alte wieder, das Pocket-Pack. Bitte? Hat es verloren beim Zeppelin-Kampf oder wo? Ja, ich meine, das ist mit explodiert oder so. Ach doch, mit Timothy Dalton auf dem Hollywood-Land-Zeichen. Der ist doch mit dem Teil dagegen. Mit Land, achso. Ja. Wow. Stimmt. Nachdem das Kaugummi, das Benzinzeug da zusammengehalten hat, von Peewee, von seinem... Oh, den habe ich auch gesehen. Ja. Und eben beides unvergessliche Soundtracks. Ich weiß nicht, wie oft ich beide gehört habe. Besonders seitdem es den längeren Shadow gibt, der läuft ja durchgehend bei mir. Ich hatte früher aus der Laserdisc-Kopie von The Shadow Stücke aufgenommen, die nicht auf der CD sind, wo Soundeffekte, Wörter mit drin sind. Ja, und Shadow so ein bisschen, weiß ich auch nicht, zu
düster, glaube ich, für mich war so zu düster, zu wenig Fun, glaube ich. Also der Charakter an sich. Verwechselst du dir jetzt mit dem Michael Keaton Batman? Oder Darkman oder sowas? Nee, das war Fun Adventure. Nicht so Fun. Der Charakter an sich, der Hauptdarsteller. Okay, Alec Baldwin-Charakter. Lamont Cranston ist kein Cliff Secord, also der Rocketeer. Das ist genau, ja, und ist auch kein Bruce Wayne. Es ist schon ein sehr düsterer. Besonders der Christian Bale Bruce Wayne ist Lamont Cranston. Ja, gut. Wenn du jetzt The Shadow guckst, dann siehst du Batman Begins. Okay. Ohne Siobhan Carter. Er trainiert da im Himalaya. Angepisst wie Bruce Wayne. Ja, aber bevor er zu Shadow wurde, war er im Prinzip bösewicht. Ja, und ganz viele. Ja. Das ist der Unterschied zu Bruce Wayne. Ein bisschen. Oh, bin ich gespannt auf Ball. Also nicht, bin ich. Ich habe Bock auf Ball. Jetzt gerade jetzt. Ja. Ich habe ja immer noch den Dolch, den ich für 160 Mark damals im Waffengeschäft. Im Messergeschäft am alten Markt gekauft habe, weil wenn man an so einem Messerwaffengeschäft vorbeigeht, was ich sonst nie mache, und da steht plötzlich der Fuhrbar, dieser Dolch von Shadow, der eigentlich den Bösen. Diese Mönche, wenn man den beherrscht, hat man die Macht sozusagen über seine negativen Emotionen. Fuhrbar heißt der? Fuhrbar. Ach, Fuhrbar. Oh, ich hoffe, der ist genauso wie damals. Nee, obwohl ich damals schon wusste, dass er eben leicht trashig, leicht B-Movie ist, aber es war mir egal. Ich wollte das sehen mit Chinatown, Mystic und alles, was da eingebaut ist. Klar, der Bösewicht, der Shivan Khan, ist so überzogen, dass es einem wehtat vor 20 Jahren. Mal gucken, ob er jetzt vielleicht witzig ist. Vielleicht ist es jetzt wie Max von Sydow in Flash Gordon. Schätze ich mal. Also wie Ming. Wobei dann Timothy Dalton einfach nur ein eleganter Bösewicht ist. Der besonders in seiner Rolle bei Rocketeer ist. Wo er eigentlich auch Film spielt. Boah, das wollte ich mal sagen, das können wir ja hier auch festhalten. Ben Affleck ist der einzige Batman-Darsteller, der so lange Batman ist, bevor wir ihn überhaupt als Batman gesehen haben. Wir haben vor einem Jahr gehört, dass er Batman ist. Und wir sehen ihn erst im Sommer 2016. Alle anderen waren ein halbes Jahr vorher bekannt gegeben worden. Das ist der einzige, den wir so lange jetzt als Batman kennen, ohne ihn jemals als Batman gesehen zu haben. Ist mir letztens aufgefallen. Keaton war vor Internetzeit. Ne? Das haben wir in der Cinema gelesen. Okay, Mr. Mom ist Batman, dieses typische. Ja. Christian Bale war, glaube ich, auch ein halbes Jahr, vielleicht ein Jahr vorher. Aber das hier ist so, hui. Oder auch Val Kilmer und Clooney, die waren kurz vorm Dreh bekannt gegeben worden. Aber jemanden so lange als eine Figur zu kennen, ohne ihn gesehen zu haben, das ist schon. Ja, wollen Sie den Leuten einfach Gelegenheit geben, sich an den Gedanken zu gewöhnen? Nee, es ist, dass er verschoben wurde, deswegen. Ja, sie haben ja auch schon angefangen zu drehen. Also. Ja, zurück zu den älteren Helden, weil es ging ja darum, um die gleiche Chance zu gelangen. Klar, die haben beide kein Universum in dem Sinne. Kann man machen, natürlich. Machen sie jetzt aus jeder Figur, den wir letztens mit Robin Hood gelesen haben, dass es ein Robin Hood-Universum geben soll. Ich bin ja nicht dagegen. Ich bin gegen Leute, die sofort sagen, muss man denn was alles machen? Ja, kann man. Wenn man die Rechte hat, sollte man das auch machen. Ob es funktioniert, ist eine andere Sache. Lass die doch machen. Das ist deren Geld, deren Zeit, deren Aufwand. Und du kannst im Kino sagen, super, wo ist der Nächste? Wo ist der Friar Tuck-Film? Wo ist der Little John? Wie heißt er? Vielleicht werden die ja so umgemodelt, dass es total cool ist. Könnte auch bei Rocketeer passieren. Disney ist immer noch interessiert daran, das auch leben zu lassen. Und was war das bei Tomorrowland? Jemand vermutet, dass das Ding, was da vorbeifliegt, der Rocketeer ist. Ja, gut. Zum Beispiel. Vielleicht ist dann Tomorrowland-Universum so, dass dann der Rocketeer in einem Nebenfilm auftaucht. Wer weiß. Ja, ich habe es jetzt hier gesagt, heute ist der 14. Oktober. Aber du bist schon in der Zukunft, ne? Ja. Hier ist der 14. Oktober. 2014. Der Rocketeer im Tomorrowland-Universum. Ja. Wieso nicht? Ich glaube nicht, dass es einen neuen Rocketeer-Film geben wird. Okay, das halten wir auch fest. Nein, und zwar glaube ich es auch nicht, weil Disney jetzt Marvel besitzt. Warum sollten die noch eine andere Comic-Verfilmung? Die haben sich Star Wars gekauft. Niemand sagt, warum sollte man, wenn man alles haben kann. Nein, ich sehe es schon unter dem Gesichtspunkt Comic-Verfilmung. Warum sollte man sowas wie Rocketeer machen, wenn man nicht auf den Comic eingeht? Und die haben die Rechte noch. Ja, aber sie haben einen so reichhaltigen. Das wäre ja keine Ausgabe. Aus einer Produktion natürlich.
Ja, eben, und das ist das Problem. Ich glaube schon, dass Disney sagt, als Oberfirma, wir haben die Firma Marvel, die für macht für uns... Contemporary Heroes. Wir haben zwar jetzt Agent Carter, die in der Vergangenheit spielt. Wir können mal Bezug drauf nehmen, aber Captain America ist erstmal durch mit Serial Action in der Vergangenheit. Da könntest du den Rocket hier nutzen. Ja, aber genau deswegen glaube ich, dass sie das nicht machen wollen, weil sie, denke ich mal, das Gefühl haben, dass diese Sachen, die in der Vergangenheit, in den 30er, 40er Jahren spielen und so weiter, dass das keiner mehr sehen will heutzutage. Ja, hier Captain America hat doch funktioniert. Das ist ein ganzer Film spielt in der Zeit. Ja. Klar, er ist im Marvel-Universum, aber es ist noch die Zeit, wo das noch nicht so in Fahrt hat. Captain America ist halt auch eine der größten Marvel-Comic-Helden überhaupt. Wir werden es sehen. Ihr beide glaubt es nicht. Ich weiß, dass da Sachen in Arbeit sind. Das ist nicht so was, wie ich wünsche es mir, sondern es ist in der Pre-Phase drin. Ob es jemals genehmigt wird, ist eine andere Sache. Aber es ist in Arbeit. Ich kann es mir eher noch dann auch irgendwie als Animationsfilm vorstellen oder sowas. Aber ja, es geht um, ich habe nicht gesagt, das was, sondern ja. Rocketeer. Ja, ja, aber ich glaube, wenn die Bosse bei Disney da sitzen, dass die sich angucken, wir haben hier noch einen relativ wenig bekannten Comic, der schon mal nicht funktioniert hat. Wir haben hier das komplette Marvel-Universum. Wo stecken wir unsere nächsten 120 Millionen rein? Dass das Marvel ist eine Firma da, Lucasfilm ist da, Pixar ist da und Disney. Ja, aber warum sollte Disney sozusagen in den eigenen Wassern fischen? Das Beispiel ist, jemand wie J.J. Abrams sagt, mein Lieblingsprojekt ist der Rocketeer und ich möchte das mit euch machen. Da werde ich nicht sagen, nee. Das meine ich damit. Es muss ein Spieler von außen sagen, gib mir das. Klar, ich würde auch gerne einen John Carter-Sequel sehen und da passiert nichts. Weil es Leute sind, die von Pixar kommen. Da kann sie ja noch Machtspiele machen. Aber schon mal Frau Cameron ruft an und sagt, ich habe meine Avatar-Sachen bei Fox, ich möchte den Rocketeer, für witzig, weil das aus der Zeit ist, für Dinge machen. Da würde nie Nein sagen. Ja, aber gibt es denn so jemanden? Es ist noch nichts Bekanntes, aber ich weiß nur, dass es in Arbeit ist, das meine ich. Schon seit 3 Jahren. Also wieder aktiv. Nicht dieses, oh, wir haben uns damals das gedacht. Das ist ein ganz anderes Regime gerade bei Disney. Das sind nicht die Leute aus den 90ern. Man darf nicht sagen, die Firma Disney denkt so. Das sind ja komplett andere Leute. Das war es Michael Eisner und er hat viel erwartet. Und das Regime von heute hat nichts mit den Leuten von damals zu tun. Die wollen jetzt einfach nur Helden und Kinder, Helden, dass die Leute sich verkleiden, diese Figuren leben und das ist das Disney von heute. Da gehören eben Luke Skywalker, Darth Vader und die ganzen Marvel Heroes und die Pixar-Sachen. Und wer weiß, was das nächste Päckchen ist, was demnächst auftaucht. Ich sag mal, sobald Star Wars läuft, wird was anderes dazu geholt. Sobald die Sachen wie Maschinen laufen, also positiv jetzt Maschinen, weil das sind ja Maschinen. Also ich bin sehr skeptisch, dass wir nochmal einen Rocketeer im Kino sehen. Und bin ich jetzt sehr gespannt, wie der Rocketeer ist. Ja. Bei Shadow Blood, wie gesagt, ich habe den relativ düster und nicht so richtig fun in Erinnerung. Bin dann auch gespannt, ob er vielleicht jetzt mehr Spaß macht, als ich ihn, glaube ich, damals gesehen habe. Warst du dabei? Oder wir waren im Cinemax Essen bei Shadow. Richtig, genau. Warst du auch dabei? Ja. Echt? Wir haben den zusammen gesehen? Ja. Guck. Ui. Wie lustig. Wer da war ja noch Frank Stolz oder war noch dabei? Also, Mann, wir waren zwar auch vorbei. Echt? Ja. Wie viele Autos waren wir denn? Weiß ich nicht. Wir waren extra gefahren. Ich fand das Kino nur relativ schäbig. Da kann ich mich noch erinnern. Da musste man diese Rolltreppe hochfahren. Ne? Das Essen, das Cinemax war damals hässlich. Ich weiß nicht, wie es jetzt ist. Es wurde hier umgeswitcht. Das gehört nicht mehr zu. Ja, das war irgendwie merkwürdig. Ja. Und The Shadow lief auch, der lief in Bielefeld gar nicht, glaube ich. Der lief im Gloria und da war er wieder raus. Ja, genau. Und also irgendwie ganz schäbig. Und da, auch da lief er, glaube ich, in einem der kleinsten Säle. Ja. Also. Damals hat die UAP auch keine Werbung gemacht, weil der Film drüben gefloppt ist. Mhm. Wurde wahrscheinlich kein Geld für die. Andersrum als heute, wo man dann sagt, versucht es doch. Das beste Beispiel ist Sextape. In Amerika gefloppt. Es wurde so viel Geld in die deutsche und englische Kampagne reingesetzt, dass es beides ein Hit war. Damals ist es so, läuft bei uns nicht. Es ist echt 20 Jahre her. Die geben kein Geld aus. Das ist ja bei Star Trek 5 auch passiert. Die hatten den. Ach nee, das war vor der Zeit, wo der deutsche Fan sich darum gekümmert hat. Das war ja erst ab Generations, wo plötzlich alle Star Trek sehen wollten im Kino. Star Trek 5
ist irgendwie bei Lux 1 dann plötzlich ausgeblubbert. Ja, ich weiß noch, dass ich monatelang buchstäblich darauf gewartet habe, dass der Film endlich ins Kino kommt. Mhm. Jede Woche Donnerstags habe ich als allererstes morgens die Kinoseite. Weißt du, wo die ganzen Anzeigen gibt? Gibt es überhaupt noch? Nee. Ich glaube, das ist ganz klein. Keine extra Anzeigen mehr sein. Nur Text. Ja, ja. Mit den ganzen Bildern, mit den Postern in schwarz-weiß abgebildet. Mhm. Und dann gewartet. Und irgendwann lief natürlich auch im kleinsten Wohnzimmer-Schachtelkino, das neben zu bieten hat. Ich glaube, so groß wie der Raum hier und die Leinwand so groß wie der Monitor. Und dann irgendwie so 10 Reihen A, 3 Sitze so hintereinander weg, ja, wie so ein Schlauch. Das war, da war es natürlich in Deutschland gar nicht in. Sogar also 6 lief im Gloria, weißt du noch? Wo hast du den gesehen? Oder warst du in London? Ach, von Berliner. Und jetzt stell mal vor, wenn man dann denkt, dass auch die Batman-Filme in Deutschland ja auch nie so erfolgreich waren. Ja. Das ist vor der Zeit, wo es ist auch eine andere Generation, mal ganz ehrlich. Die Leute, die damals lieber in den geweckten Mann gegangen sind, haben sich nie einen Star Trek-Film angeguckt. Deswegen war der auch mit fast 9 Millionen Besuchern weit oben. Ja. Die kriegst du nicht. Ich weiß noch selber, wie ich damals vor dem Teaser-Poster von Last Crusade stand, wo Ford und Connery drauf sind. Und vor mir war eine Mutti, die sonst immer in die Kamera gegangen ist, und sagt zu ihrer kleinen Tochter, den Film gucke ich mir an. Und ich stand dahinter. Und dann sagt die Kleine, wieso? Wegen der Name der Rose. Hat wahrscheinlich noch nie einen Spielberg-Film oder einen Indiana Jones-Film gesehen. Und Connery, Last Crusade hatte, glaube ich, das Doppelte an deutschen Zuschauern drin als Sam Lewis. Durch Connery. Also ein schlauer Schachzug. Ich meine, er hätte nicht funktioniert. Die erste Wahl war ja Gregory Peck, die zweite Wahl war Gregory Peck, wenn Connery abgesagt hätte. Wäre interessant gewesen, weil für mich ist er noch ein älterer Schauspieler. Ja, und den in so einem modernen Hollywood-Blockbuster zu sehen, wäre schon spannend gewesen. Besonders bei seiner tiefen Stimme. Wenn der Junior gesagt hätte, oh, der hätte fortgezuckt. Hat er auch bekommen. Zurück zu Rocketeer. Wo habt ihr Rocketeer gesehen? In Kiel. Ich auch, aber ich weiß nicht mehr, wann und wo. Achso, Skala. August. Vermutlich. August, Ende August, glaube ich, 91 oder so. Ja, das war so die Zeit, wo ich jeden Sonntagabend ins Kino gegangen bin. Und da lief, also in den Wien gab es so zwei größere Kinos, auch als so im Prinzip verkleinerte Ex-Filmpaläste sozusagen. Das eine war sozusagen das Kino, wo so die eher so die jugendlichen Schrägstrich Kinderfilme liefen. Und das andere, das waren so die für das erwachsene Publikum, also so Action-Sachen ab 16 sozusagen. Ich weiß nicht mehr, wo so Rocketeer lief, aber auf jeden Fall war das muss in dem Kinderkino gewesen sein, auf jeden Fall. Wie kam der? Wie kamst du darauf? Das war auch nicht abends, sondern das war irgendwie so eine Nachmittagsvorstellung. Was hat dich dazu gebracht, da reinzugehen? Keine Ahnung. Trailer, Poster, der Look nach Indiana Jones so ein bisschen? Nee, der Trailer wahrscheinlich. Ja. Bei dir? Ja, die Werbemaschinerie, so der versprach ja. Obwohl er ja nicht so präsent war in Deutschland, ja. Der lief auch ganz kurz, glaube ich. Zwar im großen Saal, ich habe in der Skala gesehen, zweimal, glaube ich, oder so. Boah, aber. Es war schon eine Zeit, wo man schon irgendwie auch internationale Zeitschriften gelesen hat und irgendwie Sendungen geguckt hat, wo. BBC und sowas, ne? Ja, ja stimmt. Wo der schon ein bisschen präsenter war als jetzt hier im rein in Deutschland im Marketing. Und bei The Shadow war es so, da hatte ich irgendwie einen Teaser vorher gesehen, ein Jahr vorher, ich glaube auch, zu Jurassic Park. Also da gab es den Flintstones-Teaser, wo man mitsingen musste, weißt du noch, wo der Stein auf die Dingens. Mm. Und da gab es auch den Shadow-Teaser, der war einfach nur Buchstaben, wo er sagte, who knows what evil lurks in the hearts of man. Und mehr nicht. Und da war für mich so schon, was ist das? Wieso kenne ich das nicht? Und dann habe ich mich mit den Comics beschäftigt, in dem Comic-Shop da, in der Herforder. Er musste Sachen bestellen für mich. Was ist The Shadow? Und dann war ich so heiß drauf, und dann auch, dass Goldsmith die Musik machte. Und dann, was ist denn hier los? Was ist das?
wieso macht den Russell Mulcahy? Das ist ein A-Movie, wieso der Typ? Vor allem wusste ich vorher schon, dass er in den 80ern Spielberg den machen wollte. Ende der 80er hatte den Zemeckis und dann, also die Universal-Macher. Und deswegen, und dann bei Mulcahy. Das ist ja so ein Ding, die haben richtig Geld in der Hand genommen. Mhm. 40, 45 Millionen hat er gekostet. Und dann aber, gut, es wird eine rechte Frage gewesen sein, aber warum haben sie dann nicht, warum haben wir dann nicht schon eher Comic-Verfilmungen gesehen von bekannten Comic-Figuren? Eher als jetzt, ne? Ach so, weil es zu viele Beispiele an der Fox gab, deswegen. Es gab ja nur Superman the Movie und Batman, die wirklich Plus gemacht haben, weil Batman Returns war so teuer, das war ein Hit, kein riesiger Hit wie Batman, aber so teuer, dass er die Kosten nie einspielen konnte. Und dann ging es so langsam runter. Und dann war plötzlich Stille bis Iron Man. Bis X-Men 2000. Das war ja die Renaissance der leicht ernsteren Comic-Verfilmung. Wenn man den aber jetzt sieht, ist er nicht mehr so ernst. Ich hab vor den neuen X-Men alle nochmal geguckt und der erste ist so ein bisschen wie der 60s Batman. Wenn man den jetzt sieht mit allen anderen Sachen. Ganz absurd ist der erste X-Men. Ja, aus heutiger Zeit. Fand ich aber da auch schon. Cayman Score ist so merkwürdig, ab und zu mal da und dann macht er das und der ist so, als ob Singer aus seinem Independent-Ding was anderes machen, irgendwie auch, als ob er keine Kontrolle hätte. Das sieht man ja bei X-Men 2, das ist ein anderer Film. Ich glaube, dass die nicht den Mut hatten, so komplett so eine Comic-Filme so anzugehen, sondern immer so ein bisschen, Kostüme lass mal weg, sondern lass die mal erstmal so rumlaufen. Ach, nicht, oder dass sie das komplette Ende im Prinzip neu gedreht haben? Mhm. Weiß ich gar nicht. Auf der Freiheitsstatue? Ja, genau. Was war? Eigentlich ein ganz anderes Ende geben soll, sondern nicht ein anderes Ende, ein anderer Showdown. Okay. Ach, aber ich weiß nicht, ich krieg's jetzt nicht mehr auf die Reihe. Ich meine, ich hätte das aber irgendwie gelesen, dass es eigentlich einen ganz anderen Showdown gab. Wo das Testpublikum aber auch gesagt hat, da muss ich nochmal recherchieren. So doof. Aber dann, mit so einer Souveränität von Sam Raimi Spider-Man, wenn man überdenkt, wie der dann bunt und comic-mäßig, also nicht bunt jetzt überdreht, sondern so ist es. Ja. Und alle waren begeistert. Da fing es ja dann an, dass so ein Film 400 Millionen Dollar spielen kann. Aha. Allein in den Staaten. Ja. Da fing es, glaube ich, richtig an. Obwohl danach Hulk ja sofort alles wieder umgedreht hat. Jetzt ökonomisch gesehen. Ja. Filme sind so wie sie sind, aber es geht auch um, wieso wurde nicht so viel produziert. Und in den 90ern, zwischen Batman und Robin und X-Men sind ja nur 2 Jahre. Aber man hat das Gefühl, es ist eine größere. Was? Ja, 3 Jahre. 97, 2000. Okay. Und es ist im Endeffekt so eine Spanne, wo nichts existiert. Deswegen war X-Men so, Von wann war das Phantom denn? 96. Da war ich auch. Der war zwischen Forever und Robin. Da war Phantom. Und der hatte dann auch nichts gemacht. Und da war das so, wir können nur Batman machen. Und ich meine, Batman und Robin ist ein doofer Film. Ne? Ja. Und hat nicht viel gemacht. Aber trotzdem ist es irgendwie das 200-fache von Phantom. Muss man so sehen. Aber da war der mächtige Lion King. Da konnte man... Also nicht, dass der Lion King dem Publikum weggenommen hat. Aber egal, wie viel du gemacht hättest, an dem... Auf Platz 1, die Wochen, wo er auf Platz 1 war, ranzukommen, war schwierig. Aber Shadow hatte wenig Zuschauer. Obwohl die Werbemaschinerie größer war als Robin Tier. Tja, wir sind gespannt und wir sehen uns gleich wieder. Okay, dann haben wir ja beide Filme gesehen, hoffe ich mal. Ihr auch? Ja, alle drei. Alle drei? Alle drei haben alle beide Filme gesehen. Ach so, ich dachte, ich habe einen verpasst. Womit fangen wir denn an? Sollen wir chronologisch noch angehen? Okay, dann sind wir im Sommer, Spätsommer 91. Der lief, glaube ich, im August 91 in den deutschen Kinos, der Rocketeer von den Walt Disney Studios. Der, wie ich gelesen habe, in Amerika von Walt Disney war und in Europa von Touchstone Pictures, weil sie dachten, die verkaufen den dann besser ins jugendliche Publikum, was für mich nie ein Problem war, aber für manche Spackos vielleicht. Weil das in Amerika kein Hit war. Ja. Leider. Ja, Retro ist irgendwie
das Wort, glaube ich, was einem da am meisten einfällt und auffällt. Der Helm, also der Look, das Kostüm, die Zeit, ich meine, der spielt ja auch in den, jetzt aus dem Fenster, den 30er. Beide. Ja, muss er ja. Und auch was die Story angeht, würde ich sagen, und das gilt auch im Prinzip für beide Filme, hat für mich so ein bisschen Retro-Feeling. Die sind ein bisschen einfacher und der Rocketeer wahrscheinlich noch am meisten. Mhm. Der ganze Film spielt ja in einer ganz kurzen Zeit. Ja, über 2 Tage oder so. Ne? Stimmt, das ist mir damals nicht aufgefallen. Und ne, also episch würde ich ihn auf keinen Fall beschreiben, sondern er ist eher klein und überschaubar, genau, von den Handlungssträngen alles recht einfach gehalten und damit halt auch dieses Retro-Feeling an Filme, die noch ein bisschen einfacher gestrickt waren. Genau so. Und die Hauptfigur ja auch. Ich meine, der Cliff Secord, wie Bill Campbell ja heißt, ist ja auch ein netter Bursche. Der hat ja überhaupt keine Ecken und Kanten. Der ist ein bisschen tollpatschig, aber trottelig gegenüber dem Mädel, aber ansonsten ist er ja im Vergleich zu der anderen Figur eben viel, was früher dem armen Luke Skywalker vorgeworfen wurde. Ja, was meinst du denn als Marcel? Also ich fand The Rocketeer habe ich auch schon lange nicht mehr gesehen. Also ich war von der Musik natürlich immer begeistert. Ein fantastischer James Horner Score. Mhm. An dem Film direkt konnte ich mich jetzt auch irgendwie bis auf so ein paar Schlüsselmomente auch nicht mehr so richtig dran erinnern und war dann, als ich es gesehen habe, total überrascht, dass er mir auch immer noch so gut gefällt, weil er so locker und leicht ist, ja, das stimmt. Das auszudrücken. Stimmt. Und was ich auch total super finde, ist, die ganzen Darsteller sind dermaßen sympathisch. Ja. Gerade die beiden Hauptdarsteller. Ich meine, ich hatte irgendwie gar nicht mehr auf dem Schirm, dass das. Also ich hatte Jennifer Connelly irgendwie anders in Erinnerung. Aha. Und dachte erst, ist das eine andere Jennifer Connelly vielleicht? Und habe dann nochmal nachgeguckt. Nein, das ist tatsächlich die Jennifer Connelly, die ich finde, die irgendwie in anderen Filmen auch ganz anders aussieht, oder? Wann? Also das ist ja schon lange her. Also wenn du die letzten... Ja, gut, ja. Okay, ja. Aber wo war sie? War sie bei Hulk 2003? Ja, oder? Beim Ang Lee Hulk? War sie das? Ja. Ja, und dann bei Der Tag, an dem die Erde stillstand. Oh, den habe ich nicht gesehen. Ja. Ja, stimmt. Und ja. Das ist, glaube ich, die erste von unseren, die wir zweimal gesehen haben, oder? Labyrinth in Episode 2. Richtig, ja, genau. Der ist ja noch näher dran. Labyrinth ist jetzt Rocketeer von den Jahren her näher dran als zum Beispiel Rocketeer zu Hulk. Ja, aber also Jennifer Connelly ist, also ich glaube, der Film wäre erfolgreicher gewesen, ob er jetzt ein richtiger Hit geworden ist, weiß ich nicht. Aber mit beiden Hauptdarstellerinnen, besseren, sympathischen oder die das. Sie ist ja eine Screwball-Comedy. So ein bisschen, so, auf jeden Fall der zwischen den beiden die Geschichte. Das ist so ein bisschen Screwball-mäßig und haut nicht 100% hin bei mir. Also ja. wenn's da ein bisschen andere Darsteller, ich wüsste jetzt aus dem Stegreif auch keinen, der zu der Zeit das hätte irgendwie so... Es waren 3 vom Studio favorisiert, die den Film natürlich erfolgreicher gemacht hätten. Aber das wollte Joe Johnston nicht und die Drehbuchautoren. Die wollten eher einen Unbekannten, was ja früher bei Christopher Reeve funktioniert hat und sowas. Angefragt waren Kevin Costner, der damals ja komplett in war für diese Rollen. Ne? Robin Hood war im gleichen Sommer im Kino. Tom Cruise, der diese Rollen damals gespielt hat, und Johnny Depp, der gerade erst ins Kino kam. Edward Scissorhands lief ja ein Jahr vorher. Also alle 3 davon wären natürlich auch perfekt in der Rolle, aber dieses Unbekannte macht ihn natürlich noch sympathischer, weil alle anderen hätten ja noch Baggage mitgebracht von anderen Rollen, klar. Ja, aber in dem Fall wäre es ja, also das ist ja so ein bisschen Spencer Tracy, Catherine Hepburn, die haben ja auch immer sich selbst irgendwie mitgespielt und in dem Fall wäre das, glaube ich, hätte das eher was Positives gebracht als was Negatives. Ja, stimmt. Das ist ja dieses James Stewart-Ding-mäßige, das Cary Grant-mäßige, das sie mitbringen
ihre Figur, ihre Persona aus anderen Filmen. Ja, stimmt. Genau, James Stewart wäre auch in dem Fall perfekt gewesen. Der ist ja auch, war immer so ein bisschen bumbly und stimmt, das wär, unsicher und so. Ja. Das wäre ein toller Film aus den 40ern, ja. Also da kann ich überhaupt nicht zustimmen, weil ich finde den ganzen Cast rundum gelungen und ich finde auch so die Chemie zwischen allen stimmt. Also ich könnte mir keinen Rocketeer, keinen anderen Rocketeer-Darsteller vorstellen. Ich finde die auch super, aber ich könnte mir auch andere vorstellen, das meine ich. Also ich finde die super, so wie sie sind. Ich weiß, wieso sie jetzt nicht unbedingt Leute ins Kino gezogen haben. Lag wahrscheinlich auch in der Marketingkampagne, wo sie dieses ATCO-Poster, was super ist, aber viele Leute wussten nicht, was das ist. Dieses Poster, was auf der Soundtrack-CD drauf ist. Ja. Ja, damit konnten viele überhaupt nichts anfangen, weil es repräsentiert ja im Endeffekt gar nicht den Geist des Films, ganz ehrlich. Es sieht super aus, aber es ist nicht der schon Film. Ein bisschen, also der Look und das Art Deco repräsentiert schon den Film. Nicht der Stil des Posters. Wenn aber das europäische Poster, dieses blaue, was auf der DVD drauf ist zum Beispiel, ist ja eher so ein Indiana Jones Poster. Ja, aber das... Und das ist der Film, ja. Gerade dieses Blau, finde ich, passt überhaupt nicht. Das ist für mich eher der Film... Das ist ja bräunlich, ja. Der goldene Film. Ja, stimmt. Also zu der Zeit hätte ein Star, ich sag mal nicht Star, aber ein angehender Star dem Film gut getan, von dem ökonomischen Aspekt. Das ist im zweiten und dritten, was ich auch gerne gesehen hätte. Also weitere Filme. Auch mit den Leuten, ne? Also nicht, dass ich die jetzt austausche, aber ich sag nur, das hätte dem Studio, dem Film mehr gebracht. Obwohl ich die so super finde. Und wie du sagtest, genauso niedlich, wie die beiden auch draußen sind. Und leider ist es dann so, dass alle sympathisch sind, auch die Bösen. Ja, und Timothy Dalton ist ja perfekt. Ich kann mich nicht erinnern, dass ich den nochmal auf Englisch gesehen hatte, weil ich zu sehr die deutsche Stimme noch im Kopf hatte. Ja. Und dieses Halt die Fresse von ihm auf Deutsch ist fantastisch. Das müsste man sich irgendwo runterladen und immer einsetzen. Halt die Fresse. Das war, oder seine Rolle als Laughing Bandit ist auch super. Also, da hätte ich auch gerne einen extra Film gesehen oder ein Special, so ein 20-minütiges Special. Und das Traurige, was ich jedes Mal, wenn ich Rocketeer sehe, ist, dass ich denke, es ist genau die Zeit, also 91, wo das der dritte Bond von ihm gewesen wäre. Weil es war 87, 89 und das wäre genau sein, ich sag mal, letzter. Vielleicht hätte er nur drei gemacht, aber es ist so schade, dass es nicht funktioniert hat, so einen Abschluss Bond von ihm zu bekommen. Aber es ist auch viel so dieses alte Hollywood da drin, halt ja auch in der Handlung. Er spielt den alten Hollywood-Darsteller, oder er spielt keinen alten Hollywood, er spielt einen Darsteller im Hollywood der 30er Jahre. Und man guckt da viel hinter die Kulissen und so, und das spielt viel damit. Und ist, ja. Aber ihr wisst schon, dass es so eine Art Errol Flynn sein soll, ne? Ja. Mal vermutet wurde das auch spioniert hat damals für das Dritte Reich. Aber ich habe irgendwo dann gelesen, dass das revidiert wurde, aber das war zu spät für die Produktion. Ich weiß, ich glaube 92 kam raus, dass es alles eine erlogene Geschichte von den Journalisten war. Aber die hatten sich vorher auf die Daten basiert und haben das mit angebaut. Klar, keiner sagt, dass es er ist, aber ist schon irgendwie klar. Ist schon relativ eindeutig, dass es einer wäre. Mir ist so aufgefallen, jetzt bei diesem Mal gucken, wie lange vorher der Film läuft, bevor wir zum ersten Mal Cliff Secord sehen. Da ist ja komplett diese ganze Verfolgungsjagd mit dem FBI, dann haben wir noch eine Geschichte mit den anderen Ganoven und dann erst. Das würde ja zum, beziehungsweise, er ist zwar zu sehen, aber wir wissen nicht, wer das ist. Das ist einfach nur ein Pilot, der irgendwie dazwischen kommt. Das fand ich merkwürdig. Das war so ein Gefühl, ich komme noch nicht in den Film rein. Mhm. Und dann kam Lothar, wo ich dachte, ey, das ist ja der ist irgendwie übergeblieben vom Dick Tracy-Universum, was ja ein Jahr vorher war. Auch leider nicht das erwünschte Ziel hatte für Disney. Und das sah wirklich aus dem Disney Ganoven-Universum, sozusagen. Ja, das stimmt. Absolut, da haben sie noch eine Maske über. Ja, ich hätte irgendwie mit dem Film gedacht, das ist schon eher wie ein Tim und Schuppi-Abenteuer. Das ist schon sehr Tintin-mäßig, der Film. Und dann habe ich überlegt, dass Timothy Dalton fast die gleiche Rolle spielt wie der andere Bond, eben Daniel Craig, im Tintin-Film von Spielberg. Es ist ja fast die gleiche Art von überzogenem britischen Bösewichtstum. Und es war so eine schöne Parallele, diese beiden Bond-Briten, die dann eben so mit so einem Spaß an die Figuren rangehen. Besonders wenn das so überzeichnete Bösewichte sind.
Komischerweise fand ich den genauso toll wie früher und habe nicht viel aufgeschrieben, vielmehr auch, weil ich die ganze Zeit hingeguckt habe. Das einzige Negative, was ich schon damals hatte, ist, er hat einen wahnsinnigen Hänger mittendrin, wenn Jenny bei, bei Timothy Dalton im Haus ist. Da ist irgendwie eine lange Szene, die auch auf dem Soundtrack total langweilig ist, obwohl das Jenny-Thema wundervoll ist, aber es ist ein 9-Minuten-Stück zum Beispiel, was Horner früher oder immer noch gerne gemacht hat, immer diese langen Musikstücke, und genauso lang ist auch die Filmszene, und da war ich kurz raus. Bis dann die Szene kommt, wo er zum Griffith Observatorium muss, um sie zu retten. Dann kam er wieder in Fahrt. Und der ist ja auch nicht lang, der Film. Insgesamt. Das ist ja die wohltemperierte Zeit von 107, 108 Minuten. So wie so eigentlich Abenteuerfilme sein müssten. Und nicht irgendwie 3 Stunden. Aber ich meine, von der Handlung her könnte es auch eine TV-Episode sein. Also was so in die Handlung passt. Ja, stimmt. Weil, ne, es passiert nicht so viel. Es könnte auch ein. Also, wenn man jetzt den eindampfen würde, könnte es auch der 45-minütige Pilotfilm für eine Rocketeer-Serie. Ja. Oder ein bisschen wie MacGyver, meinte. Auch mit einem Kaugummi auf dem Ding jetzt da und so. War ja auch die Zeit, im Endeffekt, stimmt. Das ist schon ziemlich simpel gehalten. Ja. Eigentlich hätte da gar nicht so teuer sein dürfen. Theoretisch. Aber nee, ich habe ihn hier zum Beispiel, hängt er bei mir an der Lampe, so ein kleiner Rocketeer, immer noch. Also das sind so die Sachen, die, ich glaube, von den 4 Episoden bis jetzt sind das die beiden Filme, und so greife ich jetzt vorweg, die mir genauso gut gefallen haben, beziehungsweise die ich wieder neu entdeckt habe. Aber da bin ich auch anders rangegangen, weil die immer bei mir waren, die zwei, im Vergleich zu den anderen Filmen, die wir letztens mal gesehen haben. Ja, also höre ich da bei euch beiden raus durchaus Daumen nach oben. Auf jeden Fall. Ja. Ja, ja, ja. Wie gesagt, die Sachen, die ich ihm anmeckern muss, sind immer noch die gleichen von 91. Das ist nicht was Neues. Ja. Und das heißt ja, dass er damals den Test bestanden hat und jetzt immer noch existiert. In mehreren Versionen. Was ich halt festgestellt habe, ist, wie sehr die Filmmusikkultur oder der Filmmusikstil sich halt verändert hat. Das ist ja eine ganz, also ein völlig anderer Stil. Ja. Wenn man den Rocketeer jetzt heutzutage wirklich mal remaken oder rebooten würde, dann habe ich jetzt schon einen ganz, ganz anderen Score im Ohr, der mit dem James Horner Score halt wirklich überhaupt nichts mehr zu tun hat. Das kann man jetzt gut oder schlecht finden. Aber das ist mir wirklich diesmal ganz krass aufgefallen. Kann ja nur stärker noch als beim Shadow zum Beispiel. Okay. Was ja auch ein ganz anderer, was ja wieder ein ganz anderer Stil ist. Ja. Auch. Ja. Zum Beispiel. Aber diese ganzen, wie soll man sagen, musikalischen Kleinigkeiten, die da drin sind. Und ich habe neulich, war ich im Kino, habe mir den Abspann von Tribute von Panem angehört, so mehr oder weniger zufällig. Und ich schätze James Newton Howard ja sehr, aber das sind zwei Paar Schuhe. Also da muss man echt sagen. Also vielleicht liegt es an der Ästhetik, die sich gewandelt hat, so weniger ist mehr, oder die Leute haben noch weniger Zeit oder noch weniger Bock als vorher, keine Ahnung, also ich weiß es nicht, also das ist, das kann man auch schlecht beschreiben, wenn man nimmt jetzt ein Stück von 30 Sekunden, schneidet man jetzt irgendwo raus, also völlig wahllos, da passiert in der Filmmusik von heute sozusagen, also wenn ich das mit einem aktuellen Blockbuster vergleiche, dann passiert in den neuen musikalisch vielleicht ein Zehntel dem, was in den in Anführungsstrichen alten Scores drin ist zum Beispiel. Ja, das kann sehr gut sein, weil ich merke das jedes Mal, ich benutze ja, wenn ich Kinderworkshops mache, sehr oft Filmmusik für die Stücke. Und nehme immer Sachen, die nach 2008 rausgekommen sind, weil es passiert da nicht viel in der Musik. Genau. Es klingt immer nach, etwas ist da. Weil in den Szenen mit den Kindern passiert ja auch nicht viel. Ja.
Und es passt direkt drauf. Ich würde nie riskieren, etwas, was komplexer ist, drunter zu legen, weil dann würde es zu hören sein. Genau. Und ich benutze immer diese Musik, die dann das Ganze noch ein bisschen noch nach vorne boostet. Was auch positiv ist, aber es macht keinen Spaß, die so zu hören. Ja. Nee, der Rocketeer klingt ja wirklich wie die 80er Jahre Soundtracks. Ob es nun von Horner selber sind oder von Williams oder. Und das beste Beispiel, was du ja wirklich als Parallele ziehen könntest, wäre es dann der Amazing Spider-Man Soundtrack von James Horner, um die Vergleiche zu ziehen, wie ist es heute, wie war es damals. Ja. Ja, zwar auch ein schönes Thema, aber da sind auch Elemente drin, die wirklich zu sehr heute sind. Ja. Und heute mit eben, ich höre da nichts raus. Ja. Das mache ich dann. Ja. Und bei Rocketeer ist es, wie bei The Shadow auch, dass wirklich jedes Element so eine eigene Melodie hat. Ja. Bei Shadow noch mehr, weil Goldsmith irgendwie, ich weiß nicht, wo er diese ganzen Ideen herholt, aber wir kommen ja später noch dazu, aber Rocketeer ist wirklich ein ganz feiner Horner-Soundtrack. Ja, gut, Rocketeer. Also, durchaus, auch. Mir war ein bisschen, also ich glaube, man kann ihn empfehlen, wenn man das Wort Retro immer im Hinterkopf hat, auch was die Machart des Films angeht, wenn man jetzt mal den Rocketeer ein bisschen in die Superhelden-Ecke mitnimmt, dann ja, sind die natürlich heute viel komplexer und man traut sich auch viel mehr, auch was grundsätzlich Comic-Verfilmung angeht. Wenn man aber auch da das Wort Retro ein bisschen im Kopf hat und so, sagen wir mal, das als die Anfänge von Comic-Verfilmungen sieht, dann, glaube ich, macht er heute immer noch Spaß. Ja, der einzige Verwandte wäre ja im Endeffekt von Joe Johnson selber, der Captain America, der erste. Ja. Ist ja der direkteste Verwandte zum Rocketeer. Auch genau. Von der Zeit, auch von den Bösewichten aus der Zeit. Klar, natürlich ist der andere komplexer und es passiert viel mehr, klar. Und Silvestri hat ja wenigstens die Möglichkeit, da zu machen, was er früher auch gemacht hat. Das ist ja im Endeffekt der bunteste Score von den Marvel-Soundtracks. Okay, wir empfehlen ihn weiter, wie du sagtest, mit dem kleinen Stempel Retro oder Classic oder wie auch immer. Ja. Oder? Ein Film, den die meisten wahrscheinlich damals im Kino verpasst haben, können sich gerne kaufen. Ich glaube, es gibt eine super Blu-ray davon. Leider ist da nichts drauf, außer so ein komischer Trailer. Aber der Film sieht super aus. Genau, nichts drauf ist auch bei der Shadow-DVD. Nicht auf meiner Blu-ray, da ist eine Menge drauf. Ich habe mir die amerikanische 20-Jahre-Jubiläum. Ich weiß auch nicht, wieso sich da, dadurch, dass es ja eigentlich auch eine riesige Hoffnung für Universal war, daraus eine Franchise zu machen, wie bei Rocketeer, wie bei The Phantom, auch für Paramount damals, gibt es eine Menge Behind-the-Scenes-Material. Ich habe ja die deutsche Blu-ray von Shadow, von Koch Media und die amerikanische. Mhm. Die ist von Shout Factory. Das sind beides Firmen, die Rechte von Studios aufkaufen und dann eine schöne Blu-ray draus machen. Das heißt, Universal selber hat sich nicht mehr um den Film geschert. Wahrscheinlich auch einen Monat nach dem Kinostart im Sommer 94. Ja. Leider. Und die haben zwei verschiedene Blu-rays mit verschiedenen Materialien drauf. Also auf der deutschen ist sehr viel B-Roll-Material drauf. Also komplette Aufnahmen von den Szenen am Set. Ja. Minuten lang, ich glaube 15 bis 20 Minuten. Auf der deutschen sind auch Interviews mit Alec Baldwin, da sieht er aus, als ob es 10 Jahre vorher ist. Also nicht zum 20-Jährigen, aber auch nicht aus dem Jahre 94. Ich weiß nicht, wann sie es aufgenommen haben. Okay. Aber auf der amerikanischen sieht er komplett alt und fett aus. Das muss also vor 2 Jahren gewesen sein, weil er dazwischen ja wieder dünn geworden ist bei 30 Rock. Deswegen. Also müssen die US-Aufnahmen von 2009 sein. Also auch nicht zum Jubiläum. Aber alle anderen, wie zum Beispiel Penelope and Miller, das ist alles, glaube ich, von heute. Die Interviews. Und das ist alles total super. David Koepp, der Drehbuchautor, Russell Mulcahy ist zu sehen, der Regisseur, der komplett anders aussieht als damals. Ich weiß nicht, was mit dem passiert ist, aber das Musikvideo ist drauf, Dutzende von TV-Spots, weil das Budget war auch riesig für die Werbung. Und nee, die lohnen sich, egal ob es die deutsche oder die amerikanische ist. Also der Film sieht fantastisch aus. Ich weiß nicht, was die da bearbeitet haben oder wie sie den rübergezogen haben für einen 20 Jahre alten Film. Sound ist perfekt. Also eine Steigerung zum Rocketeer, aber der ist ja auch 3 Jahre älter und da wurde wahrscheinlich, der ist ja von Disney selber rausgebracht worden, das ist wahrscheinlich eine aufgemotzte DVD-Version. Obwohl er, wie gesagt, sehr gut aussieht. Ja, und da sind wir jetzt im Sommer 94, wo ich glaube, habe ich letztes Mal schon erzählt, wo ich dann Marcel immer angerufen habe, um zu fragen, wie das Box-Office von The Shadow ist.
Und dann hat er gesagt, 12,1 Millionen und nicht auf Platz 1. Und dann war ich auf Marcel bissig. Weil der war schuld. Das ist mal mit, das Doofe mit dem mit den Messenger, ne? Die Person, die dann die Information rüberbringt. Da war ich echt eine Woche lang, bis zum nächsten Montag, wo ich wieder angerufen habe, wegen der Zahlen, angepisst. Aber du bist es nicht schuld. Ich nehme dir 20 Jahre später die Schuld wieder weg. Ja. Ja, ist vielleicht Alec Baldwin schuld. Also ich mag Alec Baldwin grundsätzlich. Ich finde ihn super in Total Rock. Ich finde sozusagen den heutigen Alec Baldwin, der sich selbst auf die Schippe nimmt, cool und lustig. Aber ich glaube, er war einfach die Filmbesetzung. Ja, oder auch beides. Also er ist der Einzige, der sehr, sehr überdreht spielt, bei vielen Momenten, was ich niedlich fand, weil es wirkte so wie, oh, ich habe mir jetzt vorgenommen, bei so einer Franchise die Hauptfigur zu spielen. Man sieht es die ganze Zeit ihm an. Er spielt nicht wirklich den Shadow, er spielt einen Typen, der in einem Franchise-Film die Hauptrolle spielt. Weil er auch damals gesagt hat, er hat den Film nur gemacht, weil er hatte junge Kinder und er hatte bis dahin nur R-Rated-Movies, 18er-Filme gemacht und wollte einen Film machen, wo die rein können. Und so spielt er auch sehr oft. Ich finde es immer noch super, es hat sich auch nichts verändert. Aber wie du sagtest, jemand anders, und ich überlege gerade, Mitte der 90er, wären es wahrscheinlich eh die gleichen Kandidaten wie beim Rocketeer gewesen. Ich habe auch keine Infos, wer sonst vorher angefragt wurde. Da ist es ein bisschen undurchsichtiger. Vielleicht war das sowieso ein Wunschkandidat, kann auch sein. Aber es ist, ich nehme es ihm halt nicht so komplett ab. Ja. Also weder den, dass er vorher so richtig böse war, als er war ja vorher der Gangsterboss im Orient. Genau. Jinko. Ja, das nehme ich ihm nicht so richtig ab. Dafür war er immer noch zu geleckt sozusagen. Aber auf der anderen Seite nehme ich ihm so den... Geeleckt. auf der anderen Seite nehme ich ihm auch den... snobbigen Dandy nicht so ab. Ich weiß nicht, ob er den nur spielt, ob das sozusagen sein Bruce Wayne ist, die Rolle, und er... Ja, ich glaube, er ist wie Christian Bales Bruce Wayne, ja, in dem Stil. Ja, ja, aber nicht auch das kaufe ich ihm nicht so richtig. Dann funktioniert so die Liebesgeschichte nicht hundertprozentig und ich fürchte, er ist ein bisschen die falsche Besetzung gewesen. Aber apropos Batman Begins, der ganze Prolog war doch fast wie der 2005er. Ja, genau. Nur in eben 5 Minuten abgearbeitet. Richtig. Und dann hauen sie noch diese, ich hatte vergessen, dass diese Texttafel kommt, wo erstmal erklärt wird, was dazwischen so passiert ist. Das macht man ja gar nicht mehr so doll schwarz auf weiß. Weiß auf schwarz. Echt, das mit der Liebesgeschichte fand ich diesmal zum Beispiel viel besser als damals. Da war mir das nicht mal bewusst. Ich dachte, die ist zufällig bei ihm gelandet. Aber diesmal fand ich viel, viel charmanter als damals. Ich weiß nicht, wahrscheinlich, weil ich die beiden jetzt länger gesehen habe in anderen Rollen, dass das ein Bonus dazugekommen ist. Dass man die Schauspieler länger kennt, als zu dem Zeitpunkt, wo der Film neu war. Vielleicht deswegen. Wo hat Penelope N. Miller denn... noch großartig mitgespielt danach. Danach nicht mehr, vorher waren es viele. Bei Kindergartenkorb ist sie die Hauptdarstellerin, bei Zeit des Erwachens mit Robin Williams und Robert De Niro. Also Anfang der 90er bis zu Shadow war sie überall drin. Und danach ging es... Ja, sie ist jetzt sehr oft in Fernsehserien dabei. Bei so Episoden, wo sie mehr als 5 Episoden mitspielt. Also nicht diese Figuren, die einmal auftauchen, sondern die so eine kleine Arc haben sozusagen. Ja. Das macht sie zurzeit. Und ich finde zu der Zeit, ich habe mir aufgeschrieben, dass sie eigentlich genauso aussieht wie Naomi Watts. Im Endeffekt hat Naomi Watts dann danach ihre Rollen übernommen. Stimmt. Ich meine, besonders bei King Kong sieht sie exakt so aus wie sie. Ja, stimmt. Und es gibt ja ein paar typische Charaktere an Schauspielern, die bestimmte Rollen immer wieder übernehmen. Und dann taucht dann jemand Neues auf und dann kriegt dann wahrscheinlich immer die Parts. Mhm. So kann ich es mir vorstellen. Habt ihr Willy Tanner am Anfang gesehen? Ja, natürlich. Und den Neelix-Darsteller Stimmt. Ja. Und Gandalf nicht zu vergessen. Ja, der ja überhaupt gar nicht so klingt. Also der hatte nicht diese, auch nicht als Magneto, der hatte eine komplett andere Stimme zu der Zeit, finde ich. War er damals schon alt?
Ja, ja, ich glaube, das sind alles dämonische Darsteller in den ganzen großen Filmen. Die haben irgendwie einen Deal mit Lucifer gemacht, wegen nicht alt werden. Neulich hatte auch wieder jemand ein Foto ins Netz gestellt. Hier, Patrick Stewart zu Zeiten von Next Generation, ja, und von heute. Ja, und der sieht ja viel cooler aus. Der sieht genauso aus. Ja. Ja. Was? Wie macht er das? Also, das ist doch unglaublich. Bei Star Trek dachte ich immer so, das ist der alte Onkel im Vergleich zu Kirk damals. Ne? Und dann kam erstmal X-Men und das ist schon Jahre her, 2000, ja, und jetzt letztens wieder bei X-Men. Nee, ich verstehe das nicht bei diesen älteren Herren aus Großbritannien. Das ist echt Wahnsinn, ne? Ja. Dann ist mir aufgefallen, dass es ganz schön lange dauert, bis Shadow wieder auftaucht, nachdem er da diese unglaublich coole Brückenszene. Ich habe hier, wie gesagt, auf der Leinwand geguckt mit meinen Boxen und dann war das wirklich dieser Hall mit dem am Anfang, die ich ja früher in meinem Kinderzimmer mit der normalen Anlage gehört habe, war das wieder der Hammer. Und dann dauert es echt 52 Minuten, bis er sich wieder zum Shadow verwandelt. Das ist mir früher nie bewusst gewesen. Ich dachte, er ist öfter zu sehen als Figuren, die, ich nehme mal ein anderes Beispiel, einer meiner Lieblingsfilme ist Die Maske des Zorro. Und dann ist es ja so, dass Zorro selber, der Neue, also Antonio Banderas, wirklich im dritten Akt erst als Zorro auftaucht. Wir sehen ja nur am Anfang Hopkins als Zorro. Ja. Dann dazwischen wirklich die Heldenreise, er verändert sich. Ja. Und dann erst zum dritten Akt. Und das war mir bei Shadow nicht so extrem bewusst. Ja, eben im Prinzip ist es ja so ähnlich, weil in dem Film muss der Hauptdarsteller ja auch erst quasi, ja, wie soll man sagen, seine Rolle komplett annehmen, sozusagen. Nein. Also, wenn es einen zweiten Teil gegeben hätte, dann würde der Shadow wahrscheinlich auch in seinem Shadow-Kostüm öfter da gewesen sein. Obwohl, das ist ja nicht unbedingt sein erstes Jahr. Sein Year One, also das nicht. Ja. Überhaupt eine, diese sehr coole Montage mit den mit der Rohrpost. Ja. Ob, natürlich macht der Zauber von Goldsmith alles noch viel schöner, aber überhaupt diese coolen Montagen, diese Flüge durch die ganzen Rohre und New York der 30er, also optisch, ich weiß nicht, wie groß das Budget, der Unterschied zwischen Shadow und Rocket hier war, aber optisch ist das Ding riesig, immer noch. Ja. Mit den Matte Paintings, die zwar wirklich wie Gemälde aussehen und man weiß, dass sie auf dem Universal-Gelände sind, weil ich zu oft da schon da war und weiß, wo welche Ecke von Chinatown ist, aber trotzdem ist der Zauber noch da, dass da irgendwelche Magier oder Zauberer aus dem Fernen Osten sind, und ich mag auch diesen Touch mit diesen Mächten, die man nicht kennt. Und das, da ist die ganze Shadow-Geschichte. Ich habe ja eine Menge Comics und Romane zum Shadow oder Audiobücher gehört oder hier die alten Podcasts, die man kostenlos runterladen kann mit alten Episoden aus den 30ern. Und der David Koepp, der Drehbuchautor, der wirklich auch Jurassic Park und Mission Impossible und Dutzende von den ersten Spider-Man damals geschrieben hat, man merkt, wie viel er da reingehauen hat. Mhm. Der normale Mensch, der ja Shadow eigentlich auch nicht kennt, das ist ja wirklich nicht Batman, obwohl das der Vorvater von Batman ist, merkt diese Kleinigkeiten, die überall verstreut sind im Film. Und wer weiß, was da der zweite und dritte dann noch für Bösewichte gebracht hätte. Vielleicht hätte es dem, ich meine, wenn man den Shadow heute drehen würde, dann wäre das mit Sicherheit auch eher, ich würde mal sagen, 2,5 Stunden Film. Ja. Weil sie würden ähnlich wie bei Batman oder wie bei den neuen Batman auch erstmal seine ganze Vorgeschichte auch viel mehr ausdehnen. Nee, ich glaube heute, und Batman Begins, den du als Beispiel nennst, ist ja von 2005, heute würden sie es so machen, dass der Film mittendrin anfängt und er sieht dann immer Albträume. Und wir sehen in Passagen, also bei Arrow ist es zum Beispiel so, dass jede Episode ja aus seinem Problem auf der Insel, wo er gefangen war, in dem Stil würden sie, wenn sie überhaupt auf die Vorgeschichte, die ja auch in den Romanen variiert, zurückgreifen würden. Das wäre ja vielleicht vielleicht würden sie den Shadow aus den 70ern nehmen. Ja, kann ich auch sagen. Ja, aber vielleicht ist auch einfach, ich weiß nicht, inwieweit 1994 diese Figur, der Shadow, überhaupt präsent war, selbst in und gar nicht, und es ist eine Zeit, wo sie auch keine Möglichkeit hätten, über soziale Netzwerke den präsent zu machen. Ja. Wenn Sony hat ja die Rechte jetzt seit 10 Jahren, und die bauen ja seit 10 Jahren an einem neuen Shadow-Film. Sam Raimi will ihn ja
seit Jahren drehen, weil Sam Raimi wollte immer einen Shadow-Film drehen und durfte nicht. Und deswegen hat er ja Darkman gemacht. Darkman ist ja, ja, sein Shadow sozusagen. Und Spielberg wollte 85 Shadow drehen, Zemeckis hatte den 87 auf dem Schreibtisch. Also Universal, und die saßen ja, ich glaube, ich habe das mal auch erzählt, hatte die Rechte wahrscheinlich über mehrere Jahre, weil im Endeffekt war es dann auch 94 Universal. Und ich weiß nicht, wann die weggegangen sind. Wahrscheinlich dieses typische am Montagmorgen nach den Zahlen. Oh, weg damit. Irgendwann hat es ein Verlag, ich glaube, dieser Condé Nast, der Verlag, der auch Vogue hat, hat die Rechte an die an der Figur. Mhm. Und ich glaube, Anteile von diesem Condé Nast Verlag sind bei Sony. Deswegen liegt das Ding seit Jahren da. Sogar Tarantino hatte vor 3 Jahren irgendwie gesagt, er würde einen Shadow machen. Was auch merkwürdig ist, genau aus dem Jahr, wo ich mit bestimmten Personen immer gestritten habe zwischen Shadow und Pulp Fiction, oder Forrest Gump in dem Fall, auch ein tolles Jahr im Endeffekt, 94, dass er auf die Idee kommt, darauf was zu machen. Aber das Interessante ist, Sam Raimi wollte nämlich mehr, dass Shadow eine Gruppe ist von Menschen, also diese ganzen Leute, die den Ring bekommen. Das ist wie, im Endeffekt ist es ja wie ein Mission Impossible Team. Klar ist Lamont die Hauptfigur, aber es ist schon eine Teamarbeit. Ist Alex noch da? Ja. Achso, gut, ich dachte, du bist jetzt mal rausgefallen. Ja, und mal gucken. Also der liegt, wie gesagt, bei Sony, und ich mache mal jetzt eine Voraussage. Sony hat ja jetzt gerade mit Doc Savage angefangen. Ne? Den kennt ihr auch. Schon wieder? Ne? Schon wieder, aber diesmal in echt, weil der Iron Man 3 hier, der Shane Black, schreibt das Drehbuch und führt Regie. Nachdem er Iron Man 3 auf 1 Billion Dollar gebracht hat, 1 Milliarde Dollar, darf er alles machen. Jedenfalls gehe ich davon aus, dass Sony diese ganzen Pulp Heroes, da können wir ja eine Fortsetzung zu diesem Cast machen, zu einem Universum bauen wird. Also das macht ja jeder jetzt. Und wenn sie mit Doc Savage anfangen, kann ich mir vorstellen, dass The Shadow, der schon Comics hatte, wo er Doc Savage trifft, dann einen eigenen Film bekommt. Und dann kommt vielleicht noch, was gibt's da, The Spider? Ich glaube, The Phantom gehört da nicht mit rein, aber können sie ja kaufen. Und dann ist es vielleicht ein Universum von 30er Jahre Abenteuern, weil Shane Black hat gesagt, sein Doc Savage spielt in den 30ern. Oh. Egal, ob die anderen wollen, dass er heute spielt. Was hier der Hammer wäre, weil der Mann aus Bronze, nee, aus Gold, was ist er, im Heute rumlaufen, wäre ein bisschen komisch. Er passt schon in den 30er am besten rein. Es ist alles möglich, ich sage nicht, dass man das nicht machen kann. Ich bin immer für Neuinterpretationen, aber kann man mal erstmal so machen. Vielleicht ist er ja unsterblich und kann dann in New York von heute wieder auftauchen. Der Doc Savage. Was ich bei dem Shadow-Film nicht verstanden habe, Beispiel, er verändert ja sein Aussehen. Ja. Und sieht dann aus. Verändert er das wirklich oder ändert sich das Aussehen nur in den Augen der Leute, die ihn sehen? Das wird ja nicht klar. Und richtig. Es ist woanders auch nicht so. Er hat nur diesen Schal drüber. Sonst. Ja. Also das war so ein Effekt, glaube ich, für den Film, das auch nie aufgegriffen wurde. Ah, okay, das ist also eine reine... Ja, ich glaube, der Sinn dahinter war, dass die einerseits nicht wollten, dass Alec Baldwin die ganze Zeit mit einer Gumminase rumläuft, ja, auf der anderen Seite aber schon die klassische Verwandlung und auch die den Look vom Shadow, der ja immer so gezeichnet wurde mit dem Schal und der Nase, und, Nase, ja, und so. Und das halt nicht Alec Baldwin ist im Prinzip. Das ein bisschen verbinden. Deswegen heißt es ja auch The Shadow's Nose. Ja. Vor allem ist mir aufgefallen, wenn er sich verwandelt, dass die Verwandlung aus 3 Stufen besteht. Er ist erst Alec Baldwin, wird dann langsam zu Lothar aus Rocketeer und am Schluss ist er William Baldwin, sein Bruder. Also der Shadow mit dieser Nase sieht aus wie William Baldwin. Dass das denen nicht aufgefallen ist. Die 3-stufige, wie auch die alten Wolfman-Filme und so. Ja, genau. Da haben sie gesagt, oh, wo ist die Maske von Lothar? Aber das ist ja ein anderes Studio. Vielleicht haben sie gekauft oder ersteigert. Ja. Übrigens habt ihr die 30 Rock-Episode gesehen, wo William Baldwin Alec Baldwin spielt? Ja. Doch, das ist das Allerbeste. Das ist so gut. Ja, da dachte ich eben an meine Theorie mit dem, dass er sich in William verwandelt. Passt nicht. Der eine Wächter, da ist das nicht der Kumpel von Parker Lewis? Ja, genau. Ah, der sehr gut. Von Parker Lewis. Ja. Alles klar. Kann ich wieder löschen hier? Das stimmt. Nee, Kubiak. Richtig. Ja, danke schön. Sehr gut.
Sehr gut, sehr gut. Ich glaube, ich habe nicht viele Episoden von Parker Lewis gesehen, weil das lief auch so komisch, dieses typische, wir haben nur ein paar Episoden gekauft bei ProSieben und schmeißen die irgendwo ins Programm. Er hat dann auch bei IA, glaube ich, noch eine Hauptrolle. Ach ja, natürlich, natürlich. Ja. Mit Bärtchen. Ja. Dann ist mir aufgefallen, dass ich Textpassagen des Films auswendig konnte, weil ich früher ja, weil der Soundtrack so kurz war, von der Laserdisc von irgendjemandem Musikpassagen aufgenommen habe, auf Kassette. Und da waren natürlich auch die Dialoge mit drin, deswegen kann ich die auswendig. Aber Gott sei Dank haben wir seit, weiß ich nicht, 5 Jahren diese unglaubliche CD von, war das La La Land Records? Ich weiß nicht. Irgendjemand hat den Shadow komplett neu rausgebracht und ich weiß nicht, wie oft dieses Ding bei mir läuft. Wenn ich wirklich Top 5 der Goldsmith Soundtracks nehmen würde, keine Ahnung, der wäre wahrscheinlich ganz weit hoch bei 5. Ich würde nicht mal sagen, dass es einer der besten von Jerry Goldsmith ist. Aber auch da ist mir mal wieder aufgefallen, wie, also was für eine ganz andere Qualität damals war. Also ich weiß nicht, ob es vielleicht auch an den Komponisten liegt, die ihr Handwerk einfach nicht mehr so beherrschen, oder ob man wirklich die Schuld der neuen Ästhetik oder den Produzenten oder wem auch immer geben muss. Mit Sicherheit ist das so eine Mischung aus allen, spielt da wahrscheinlich rein, vermute ich einfach mal. Wie also wahrscheinlich auch kurz vorher die 70er anders waren als dann das. Ja, klar. Ja. Ich meine, besonders beim Thema Goldsmith sieht man ja, wie er ja in jeder Dekade leicht anders ist. Immer super, aber anders. Ja. Nee, wie viele Ideen da drin stecken in diesem Soundtrack, wie viele Momente, ob Chinatown ist, ob Shivan Khan sein Thema hat, das Hotel, das plötzlich auftaucht. Ja. Ich habe immer Gänsehaut bei diesen ganzen Musikstücken. Ja. Obwohl, es sind auch die Ideen sind super des Films. Es ist vielleicht nicht perfekt und Russell Mulcahy ist nicht unbedingt der beste Filmemacher. Aber das, was die da gemacht haben, ist eigentlich klasse. So. War der Regisseur eigentlich ein Auftragsmensch? Also, oder wollte er den Film machen? Nee, das war ein Auftrag. Das ist dieses typische, was macht er als nächstes? Nee, geben wir ihm das. Wie gesagt, er lag ja lange bei Amblin. Mhm. Und dann, ich weiß nicht, was da dann war, dass sie das komplett abgegeben haben. Ich meine, als es Zemeckis machen sollte, war es wahrscheinlich eine Amblin Entertainment Produktion. Ne? Das war jetzt zwischen Roger Rabbit und Back to the Future 2, da soll er wiederkommen. Und dann schätze ich mal, dass Universal dann Amblin verloren hat und dachte, wen holen wir jetzt? Holen wir den Typen, der Highlander gemacht hat. Das wäre ja im Endeffekt von der Parallele. War es eigentlich zwischen Highlander 1 und 2, oder? Nee, danach. Das ist erstaunlich, dass ich das nicht gesehen habe. Das stimmt. Highlander 2 war ja 91. 91. Ja. Nee, der Typ hat sogar noch Resident Evil Film irgendwann gemacht in den 2000ern. Ich weiß jetzt nicht, welcher Teil. Ich habe auch nicht, wie viele Teile es davon gibt. Dabei. Aber ansonsten macht er, glaube ich, nur noch Fernsehsachen. Also wie viele von denen, die eben keine richtigen Blockbuster im Endeffekt hatten? Ja. Weil wahrscheinlich war Shadow kein Hit, aber hat wahrscheinlich mehr eingespielt als Highlander zum Beispiel, der einen Kultstatus hat. Highlander war ja kein Kassenschlager, sondern eher ein Videotheken-Hit, wie der Terminator, der erste. Ja. Hm. Ein paar Sachen sind mir noch aufgefallen. Also du hast die Blu-ray und da ist es wahrscheinlich nicht so, dass immer, wenn irgendwelche Spezialeffekte gezeigt werden, ist das Bild, also auf der DVD, die ich habe, das ist so eine englische, das ist auch so ein alt. Ist nicht mehr so, das war ein Fehler von damals. Da wird das Bild total schlecht, also körnig, also richtig fies körnig und auch Helligkeitsunterschiede sind da ganz deutlich zu sehen. Also hier geht's mal, wenn der Shadow sich irgendwie wo ist es mir am meisten aufgefallen? Auf der Brückenszene, genau. Da ist es mir ganz besonders aufgefallen, wenn der Shadow sich in so eine Art Wolke verwandelt. Ja. Ne? Das war also der Anfang der CGI-Effekte gewesen. Ja. Und da gab es halt Firmen, die es besser konnten, wo man es nicht gesehen hat. Und es gab Firmen, die da noch nicht so viel Erfahrung hatten. Und wo man es dann halt gesehen hat, im Dynamikumfang, Kontrast, dass das beim Ausbelichten dann halt nicht, also der Shadow wurde ja noch analog gedreht, also auf Film geschnitten und die digitalen Sequenzen mussten halt wieder ausgelichtet werden auf Film und dann wieder reingeschnitten werden.
Und das war halt ein Schritt, der dazwischen lag. Und die Firma, ich weiß nicht, welche Spezialeffektfirma das war, die Effekte gemacht hat, aber ich gehe davon aus, dass es eine nicht von den ganz Großen war. Nee, teilweise. Ich glaube, ein bisschen Digital Domain und LM hat zwei, drei Sachen gemacht, aber es war so ein Mischding jetzt deswegen. Ja. Und dass es da halt noch nicht die Prozesse noch nicht so optimiert waren, dass man es nahtlos da reinschneiden konnte. Also es sieht für mich, sah für mich auch so aus, als ob da der Dynamikumfang einfach kleiner war, als dann irgendwie noch mit 8-Bit gearbeitet wurde, ja. Was die Effekte angeht. Und man sieht das schon recht deutlich und kann das immer daran immer sehen. Dann haben sie doch was bearbeitet bei der Blu-ray, weil es ist nicht zu sehen. Anders, oder? Ja, das ist kaum flüssiger. Das ist mir diesmal nicht aufgefallen. Dann haben sie wahrscheinlich doch ein bisschen was daran gearbeitet. Ah ja, Vor allem bei einer alten DVD, die ich hatte, war ja da Fehler und ich dachte, das meinst du, aber du meintest was anderes, dass die kompletten Titel in 2.3.5 waren und der Film dann 1.8.5. Ja, und der Film immer 1.8.5 ist. Und in der Blu-ray haben sie es aber geändert. Da läuft es komplett in einem durch. Okay. Und dann die Modelle des Films waren übrigens dieselben Modelle wie Batman. Nee. Bei den Chrome-Brüdern. Hudsucker Proxy. Ja, Hudsucker Proxy, aber die haben die gebaut und ganz oft verwendet in verschiedenen Sachen. Also die standen dann bei der Firma, ich weiß nicht mehr, ob es Hunter Götzner war oder so, die Modelle gebaut haben und dann ganz oft verwendet wurden. So klassisch alt New York. Ja, Batman Returns würde eher so aussehen als Batman. Ja, ich hätte auch den Batman Returns jetzt im Verdacht gehabt, dass er den dafür. Also, irgendeiner hat ihn in Auftrag gegeben und ich hätte jetzt gedacht, das wäre Batman Returns gewesen. Und dann haben sie ihn noch für Hudsucker Proxy benutzt und ein bisschen erweitert und halt für Shadow und auch für ein paar Commercials und so. Für welches? Für ein paar Werbespots. Ach so. Dann, also, die standen sicherlich ein paar Jahre irgendwo in irgendeinem Studio und wurden immer mal wieder rausgekramt. Im Vergleich zu diesem mit der Erzählweise von Rocketeer und Shadow, ich finde, dass der Shadow natürlich ein bisschen temporeicher ist, aber auch komischerweise, das ist mir damals auch aufgefallen, dass manche Szenen so unabhängig sind vom Rest. Ne? Ja, das ist mir das auch ist so. Deswegen meinte ich auch, dass man den heute, also ich habe immer überlegt, gibt es da eine Langfassung von? Weil irgendwie hatte ich immer so das Gefühl, dass da Szenen einfach fehlen. Ja, das kann echt gut sein, das wäre super, wenn es sowas geben würde. Ne? Das kann echt gut deswegen sein. Ich hatte jetzt auch beim nochmal gucken, wenn der Erzählertext zum Beispiel kommt, da dachte ich, also diese ganzen Szenen, die gibt es doch. Also ich hatte eben so, also diese Szenen, die gibt es irgendwo, die haben sie gedreht und dann haben sie gedacht, oh, der Film wird zu lang oder, ne, und haben das rausgenommen und, oh, aber wie erklären wir jetzt dann die ganze Story? Ah, machen wir hier dieses Hintergrundbild. Diese Texttafel. Ja, leider bei den hinter den Kulissen-Szenen zum Beispiel, bei dieser B-Roll, die ich gesehen habe, das waren immer nur Szenen, die es auch gibt. Ich hatte auch gehofft, dass da vielleicht ein Schnipsel ist, ne, ein Satz mehr oder sowas. Aber nee, ich habe auch nie was davon gelesen. Ja. Leider hat er ja zu der Zeit keinen Cult-Following gehabt, damit die Leute auf der Suche sind nach diesen Informationen. Aber also, ich würde es mir natürlich, also irgendwie würde es mich irgendwie freuen. Andererseits glaube ich nicht, dass wir diese Sachen jemals zu sehen bekommen würden, weil die Fanbase ja dann, also selbst jetzt die Kult-Fanbase, ist ja noch eher übersichtlich. Eigentlich müsste man hier David Köpp fragen, den Drehbuchautor. Ja, genau. Da muss ich wissen. Für ihn würde ich sowieso fragen, was mit Death Becomes Her passiert ist, weil 92 auch bei Universal das Gleiche passiert, dass da ein kompletter Handlungsstrang fehlt. Aber da sieht man den Handlungsstrang im ersten Trailer drin. Also wenn man den ersten Death Becomes Trailer sieht, ist da eine Figur dabei von Tracy Allman. Dankeschön. Die spielt eine wichtige Rolle bei Death Becomes Her und die wurde komplett rausgenommen. Also es war nicht so eine Gastrolle, sondern das war eine Barkeeperin, wo Bruce Willis immer hingegangen ist, weil er mit den beiden anderen Frauen nicht klarkam. Und mit der ist er dann am Schluss auch abgehauen und die sieht man auch bei dieser Beerdigung, dass das seine Partnerin ist in der Zukunft. Und der Film war zu lang. Und dann haben sie einen kompletten Strang. Und so könnte ich mir vorstellen, dass es bei Shadow auch passiert ist. Und dann könnte man eben David Cap bei beiden seiner Drehbücher fragen, was gibt's da mehr? Eigentlich ganz spannend. Vielleicht ein paar Jurassic Park-Fragen auch noch.
Und Mission Impossible, den ersten auch. Und ach, ihn würde ich ja eine Menge fragen. Stehlschlugschlur. Nee, ich meine andere Szene. Ich meine sowas wie, es gibt dann eine Szene plötzlich, wie Lamont Cranston am Kamin sitzt und plötzlich sagt, he's coming. Und dann sind so Elementchen. Das ist wie so eine Best-of-Szenen-Show. Viele davon. Das sah nach Batman Returns aus, oder? Da gibt es auch so eine Szene, wo er da in seinem Kaminzimmer und aufsteht. Sitzt und das Bett sich Stimmt. Vielleicht wurde es ja später noch nachgedreht. Das kann auch sein, weil das wirkt immer so zusammenhangslos. Entweder waren die Szenen länger, was ich nicht glaube. Das sieht ja nicht so aus, als ob das rausgerissen wäre. Aber es holpert immer. Ja, ist das richtige Wort. Und dann habe ich versucht zu überlegen, vielleicht ist es ja absichtlich so, aber das passt jetzt in der Szene gar nicht, dass es so Cliffhanger-mäßig gebaut ist. Dann ist es mehr als bei Rocketeer, weil beides sind ja Retro-Filme wie in den 30ern, 40ern, diese Serials, ne, wo Indiana Jones ja auch herstammt. Und da hat Shadow viele Mini-Cliffhangers die ganze Zeit in der Handlung. Mhm. Und das muss man erstmal nachmachen, das mit dieser komischen Wasserkugel, wo er drin ist, zum Beispiel die Rettung, später auch, wenn die Bombe auf dem Fahrstuhl da klemmt, wenn Gandalf und sie die ausknipsen wollen. Das sind viele Cliffhanger-Sachen, die Star Wars sehr gut benutzt oder natürlich Raiders auch. Und das fehlte zum Beispiel bei Rocketeer, wenn man wirklich auf die Art von Film pocht. Ja. Das haben die Mummy-Filme von Stephen Sommers auch sehr gut drauf. Später. Ich würde abschließen vielleicht damit, dass The Shadow als Charakter vielleicht auch nicht so richtig, also als ich glaube, als Radio-Serial besser funktioniert als Kino. Was? Ähnlich wie wahrscheinlich, ohne dass ich gesehen habe, The Spirit. Oh, nee, Spirit ist ganz anders. Nee, vor allem bei Shadow mit diesem ganzen Fernöstlichen, das ist doch alles visuell. Ich würde doch nie, das würde ich doch nutzen. Ja, aber der... Für mehrere Abenteuer. Was kann der? Was kann Shadow? Ja, was nicht jede Ritter auch macht. Genau. Ja. Mind Control. Shadow ist doch nie die Ritter. Was ist denn da der Unterschied? Dass er zwei Knarren hat. Ja. Und ein cooles Taxi. Ja. Und Batman kann auch nichts anderes. Im Endeffekt hat er nur ein paar Gadgets mehr. Wie gesagt, hier, Bob Kane hat sich ja von Shadow inspirieren lassen, überhaupt den Fledermausmann zu machen. Also da ist eine Menge zu holen, besonders visuell. Ansonsten machen wir noch einen Podcast mit Shadow-Geschichten, selbst erfunden. Und wir drei spielen verschiedene Rollen. Oh, das ist eigentlich ganz lustig. Hör mal, Marcel, fällt dir da was Musikalisches ein? Soll auch so ein bisschen Trommeln haben, wie bei Gosling. Ja. Ja, also empfehlen wir den auch. Ich würde Rocketeer mehr empfehlen, mit unter diesem Retro-Gedanken. Mhm. Und würde Shadow eher für Leute sehen, er gehört ja nicht wirklich in die 80er Jahre, aber es ist mehr so ein, gehört für mich thematisch da irgendwie rein, so in die ersten Comic-Verfilmungen, die versucht haben, das ernst zu nehmen. Obwohl das schon sehr witzig ist. Früher dachte ich, das ist eher peinlich, aber diesmal habe ich bemerkt, dass es eigentlich... eher auf witzig gemacht, auch ironisch vieles, ne? Wie der Typ, der vom Empire State Building fällt und zwei, dreimal noch gegen Knall. Also ich denke, ja. Nee, ich wollte schon deinen Gedanken ab. Genau, es sind ein paar coole Sequenzen drin, ein paar coole Ideen drin. Als Komplettfilm würde ich ihn aber mehr für Komplettisten sozusagen empfehlen. Die was komplettieren? Die Comic-Verfilmung. Ach so. Also ich würde den eher ja in die Indiana Jones-Richtung schmeißen. Nicht mit den Comic-Verfilmungen, sondern eher wirklich so Serial-Adventure-Sachen. Das muss ich auch sagen. Also für mich sind beides eher Abenteuerfilme. Ja, also mit so einem leichten, nicht Fantasy-Touch, genau. Sondern Mystery-Touch. Genau. Ja. Weil Lothar ist ja auch bestimmt aus einem Mystery. Deswegen, also ich habe die auch früher nie als Comic-Verfilmungen wahrgenommen. Deswegen habe ich auch unsere Episode heute Pulp Heroes genannt, weil da gehören die ja hin. Also eher Richtung Indiana Jones, The Mummy, was gibt's denn noch? Die Maske des Zorro im Endeffekt auch. Phantom. Natürlich, und natürlich die moderneren, und das sind die Pirates. Im Endeffekt haben die das erfolgreich ins Kino gebracht. Dieses fantastische Element mit Abenteuer. Mhm. Und leider John Carter auch. Ja. Ja.
Und den ich auch mochte, war der Long Ranger. Der wurde natürlich von der Presse auch kaputt gemacht, bevor er überhaupt die Chance hatte, an die Leute zu kommen. Bis heute noch nicht gesehen. Oh, nee, das ist in der Art. Also das, was früher für mich Phantom, Shadow und Rocketeer waren, sind jetzt John Carter, Long Ranger und der Prince of Persia. Ach ja, stimmt, den gab es ja auch. Ja, das sind drei Disney-Filme, die wirklich auch Franchises werden sollten. Und die trotzdem so einen Charme haben aus dieser Zeit. Vielleicht sind sie wirklich zu spät gekommen, aber die machen Spaß, alle drei. Es ist halt, was ich mich gefragt habe gerade, sind The Shadow und The Rocketeer Filme, die zu spät gekommen sind oder waren die zu früh? Bei Shadow glaube ich zu früh und bei Rocketeer glaube ich zu spät. Ich glaube, das war genau dieser Klickpunkt. Stell dir vor, The Rocketeer wäre vor Last Crusade gekommen. Das würde eher passen. Und Shadow wäre wirklich Richtung vielleicht nach X-Men. Alex hat das ja auch eben schon angedeutet. Für mich sind das auch irgendwie keine Filme der 90er, finde ich, so, sondern tatsächlich atmen die den Geist sozusagen der 80er Filme, Genrefilme. Sind sie auch. Ich meine, die waren ja seit den 80ern in Pre-Production, wenn man es so sieht. The Rocket ja auch. Der war ja seit 82, glaube ich, die Rechte verkauft worden. Also das zieht sich damit rüber, schätze ich. Ja. Ja, aber muss auch gerade, wo du es nochmal aufgezählt hast, diese Pulp-Heroes aus den 30ern oder die in den 30ern spielen, muss man ja leider so sagen, auch gerade deine Aufzählung eben, haben sich alle bisher als Box-Office-Gift. Ja. Weil sie keine Pre-Awareness hatten. Vielleicht müsste man jetzt lange vorarbeiten, damit man das hinkriegt. Damals hatte man keine Chance, die Leute vorher zu informieren, was es ist. Außer man hat sich selber darum gekümmert, wie ich, weil ich wissen wollte, was dieser Shadow ist. Als der erste Teaser kam mit dem Who Knows What Evil Works in the Hearts of Man, hatte ich ja schon mal erzählt, dass ich das immer dann meinem Kollegen immer auf dem Parkplatz an die Scheibe geklebt habe, so ein Zettel, wo das noch drauf stand. Und ich habe sie nie erklärt, was es ist. Ja, jeden Abend nach der Arbeit stand da Who Knows What Evil Lurks in the Hearts of Man auf Englisch. Und immer wieder. Und eines Tages, ich glaube, das war im Sommer 1994, klebte ich ganz oben an der Wand dieses riesige Banner von The Shadow auf. Und der stand daneben, der Stefan, und guckte sich das an, was ich da wieder mache. Und plötzlich steht da fett drauf, Who Knows. Und er so, das steht immer noch in meinem Auto. Und dann hatten wir es halt aufgeklärt. Und so, hä? Das habe ich über Wochen gemacht. Ich Freak. Ich weiß auch nicht, was der Sinn der ganzen Sache war. Von meiner Seite aus. Aber vergessen wir es. Einfach nur so. Ich wollte englische Sätze schreiben. Naja, und ich glaube, so wie gerade das Hollywood-System läuft, kannst du den Leuten auch sowas verkaufen. Man muss einfach nur vorher schön vorarbeiten. Unten einen Star vielleicht reinhauen. Schau vor. Macht John Carter sich da in den nächsten 10 Jahren einer rantraut, bezweifle ich. Das hat damit nichts zu tun. Das hat Disney selber kaputt gemacht. Das hat nichts mit den Leuten zu tun. Disney hat den Film vernichtet, von sich aus. Und die Leute, die jetzt die Rechte bekommen haben, machen 9 und dann wird es wieder laufen. Ich bin skeptisch, auch gerade nach das, was du eben alle noch aufgezählt hast. Ja, die wurden alle falsch vermarktet. Vielleicht kann Disney mit diesen Sachen nicht umgehen, aber die haben ja erstmal Arbeit. Das war nicht nur Disney. Doch, was war denn, Long Ranger, Prince of Persia. Ach, Spirit. Das war ein Sony-Film. Das war der war ja vorher schon abgeschrieben. Also die haben den nicht mal ins Kino bringen wollen und haben den dann irgendwie am Silvestertag in den US-Kinos gebracht. Das sind die Sachen, wo sie vorher schon bei Test-Screenings wissen, das ist kein Film. Nicht, wir wissen, das ist ein guter Film und machen ihn kaputt, was Disney gerne macht. Zu einer Zeit, wo sie ja wahrscheinlich wussten, dass sie Star Wars bekommen. Deswegen haben sie gesagt, komm, lass den mal untergehen. Was behämmert ist, weil es gibt Dutzend Fanseiten, die den total toll finden, wo ich immer auch gerne lese, was die da posten. Den John Carter jetzt. Nee, aber wenn sie es wollen, kriegen sie es hin. Ich sag's jetzt schon, Doc Savage kommt raus und dann taucht irgendwann der Shadow wieder auf. Und ich weiß nicht, was Disney mit dem Rocketeer vorhat, aber ich glaube, wir werden beide Helden irgendwie wiedersehen. In einer neuen Form natürlich. Ich bin der Meinung, könnten sie auch teuer produzierte, gut aussehende TV-Serien daraus machen. Oder das. Cool. Natürlich kann man daraus eine 10-teilige Serie machen. Klar, von beiden. Ja. Phantom auch. Ja. Wir werden sehen. Ich sag nur, die werden auftauchen in irgendeiner Form. Das meine ich damit. Ja.
Also für alle, die den Film, die beiden Filme vielleicht nicht kennen oder ihnen nochmal eine Chance geben wollen, ich würde tatsächlich sagen, auch guckt euch beide Filme auch direkt hintereinander an und ja, vielleicht an einem verregneten Sonntagnachmittag oder so, schön auf dem Sofa liegend in und ich glaube, da wird man seinen Spaß haben. Oh ja, und dieses Double-Feature ist echt perfekt. Ja. Schöne Chips-Tüte dabei, also nicht die, die jetzt im Sound hier zu hören ist. Die scheint alle zu sein, ich höre jetzt gerade. Ja, war ganz gut. Ja. Ja. Gut, dann. War supi. Haben wir wieder eine Folge geschafft. Oh Gott, habe ich gerade das gesagt, war supi. Aufs nächste Mal. Ja. Nächstes Mal ist ja die Best of 2014 Episode. Wo wir dann gucken, was dann übernächstes Mal das Thema ist. Ich dachte, das ist die Weihnachtsfolge. Ja, Christmas Best of Trend. Also, ja. Also, da geht es nämlich um die ganzen Filme, die dieses Jahr liefen. Das heißt, ihr habt noch bis nächsten Sonntag, Freitag Zeit, Sachen nachzuholen, über die ihr gerne noch sprechen wollt, die ihr noch nicht gesehen habt. Ich auch. Ich schaffe am Mittwoch noch den Hobbit, dann habe ich ja wenigstens da ein Thema. Vielleicht schafft ihr das ja auch. Sehr gut. Okay. Vielen Dank an alle Zuhörer und ich habe immer noch nichts bei iTunes von euch gesehen, aber schreibt bitte was. Und es klingt nicht so verzweifelt wie Sie, Anno. Genau. Ich habe nur so eine nasale Stimme gerade. Mehr nicht. Tschüss. Ciao.